Ist gut. Ab jetzt bin ich durch. SOD Hype. Bei den ersten Trash-Mob zu clearen. Hallo Freunde. Ja, ich wollte euch nur kurz Hallo sagen. Wir haben jetzt hier so ein knapp dreistündiges Video von unserem ersten Nomadigan Raiden SOD Phase 2. Ich muss ja sagen, bisher war ich mit Phase 2 nicht sehr zufrieden. Das PvP funktioniert schlecht. Balancing, ja, nicht vorhanden. Schlimmer als Phase 1. Und dann dachte ich mir, Nomadigan muss das jetzt rausreißen. Ja, und ohne hier zu viel vorwegzunehmen, es tut es auch. Das hat uns allen im Raid mega Spaß gemacht und rettet für mich Phase 2. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Wenn ihr die Bosskämpfe sehen wollt, dann mache ich euch Timestamps in die Beschreibung. Und ansonsten viel Spaß. Macht's gut. Ach, weil ich Warbringer nicht drin habe, ich Trottel. Das hab ich nicht. Bin hinten mal repentanced. Irgendwie macht der Trash schon wieder keinen Schaden, ne? Nicht so aus, ne? Trash bleibt Trash, na 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 na. Luki, hast du den Schinken am Start? Das ist eine Tasche, ja. Oderle. Also, hier Grub ist der Boss, ne? Kennt ihr vielleicht aus Gnomodigan? Es ist so ziemlich dasselbe. Ich tank den Boss. Mit Tiapa wird den Basilisken töten, tanken. Wir fokussen aber den Boss. Wir spawnen im Raum so random Giftwolken, die immer dann den nächsten Spieler verfolgen. Vor denen müsst ihr unbedingt weglaufen. Und es spawnen auch diese Ads. Und diese Ads müssen dann in die Giftwolken gezogen werden. Okay? Von den Giftwolken weglaufen und die Ads in die Giftwolken. Genau. Wer dann praktisch Agro von der Giftwolke hat, muss gucken, dass die Ads dann da durchlaufen, so quasi. Ne? Okay. Es ist auch ein DPS-Race hier, weil immer mehr Giftwolken spawnen. Irgendwann haben wir keinen Platz mehr. Und ab 20% ist Enrage. Da kriege ich extrem viel Damage. Wie lange dauert das Event davor? Ich weiß gar nicht, ob das Event hier noch drin ist. Okay, alles klar. Naturtrank. Nee, lass trinken jetzt raus. Nee, wir schauen uns erstmal an. Wir lassen jetzt den Pot mal raus. Erstmal angucken, bevor wir hier Konsum verballern. Also ich habe jetzt auch gar nichts drin, keine Pots, nix. Schauen wir uns erstmal an. Ja, nicht mal Buffut. So drei sekundär sagen können. Ja. Entschuldigung. Kein Ding. Dann legt man halt jetzt. Ja, René, sag denn mal, ob ich irgendwann ein Schild anziehen muss oder nicht. Ja, alles gut. Und ich, also falls das hier so ist, wie beim Bleib von den Dinger weg, von den Eingängen. Falls das so ist wie im normalen Nomadigan, aber es ist schon irgendwie anders. Die macht da schon irgendwas an der Ventilation darum. Okay, wo sollen wir uns hinstellen? Wo positionieren wir uns hier? Ja, hier so in der Mitte. Ich weiß gar nicht, wo der Boss, was jetzt aufgeht, wo der Boss jetzt kommt. Ja, wenn diese Giftwolken kommen, dann stellt euch mal alle so 5 Meter, also Rangers so 5 Meter auseinander. Mhm. Ja. Okay. Oha. Wenn du da hinten gestanden wärst, wärst du tot. Okay. Jetzt kommen erstmal normale Mobs. Okay, die aber sehr schnell umfallen, alles klar. Er kommt sogar wieder aus dem Fight.
gut, aus dem Kampf kann ich mal so meine Rune tauschen. Okay, ja, jetzt kommt ja so ein Giftwolk irgendwie. Und uns. Ah, da ist schon die erste Cloud. Okay, also müssen wir jetzt da reinziehen in die Ding. Also nicht vorher töten. Ja, warte mal, dass wir jetzt da reingezogen werden, so irgendwie. Ja, weil wir müssen das machen, damit die Wolke verschwindet. Genau, Jungs, genau, Achtung. Mal gucken, wann die jetzt gleich kommt. Ich kann mir einen an. Da kommen jetzt die Ads. Die müssen jetzt, müsste aber der. Ja, genau so, ja, weil so muss sein. Easy. Kann am besten dann bei uns vielleicht die anschießen und die dann versuchen, durch die Giftwolke zu ziehen. Mach ich doch glatt, Jung. Eine nächste Giftwolke hinten. Hier runterlaufen. Sieht nicht schlecht aus. Okay, Boss kommt. Down Resist. Oha, ihr müsst mich aber dispellen da, ne? Wir ziehen ein bisschen zusammen, dann kann man kiefen, ne? Ich hab den Diago von dem Basilisken, die Sera. Ja, weil ich, ja, weil ich gestunt bin. Der. Okay, jetzt kommen jetzt. Oben, unten. Jetzt einfach in die Wolken, oder wie? Jetzt müssen durch die Wolken gezogen werden, immer, ja. Okay, kein Damage auf das Ad. Wer macht denn Damage auf die Ads? Ich kann die nicht sehen. Ich geh mein Schild an. Ah, der Boss darf, glaube ich, die Wolke auch nicht berühren, sonst krieg ich dann genau, Bauch. Genau, genau. Und Dis, ihr müsst den dispellen, wir müssen mich schneller dispellen. Kann ja nicht 6 Sekunden immer in dem Stun drin sein. Jetzt kommt der Ding, ich zieh hier was. Ein bisschen wild, aber auch DPS, würde ich mal sagen. Ja, der Basilisk ist ja mit der Basilisk, ihr müsst mich disbanden. Der stunt mich alle 10 Sekunden für 8 Sekunden. Also ich habe gar nichts gemacht an dem Boss. Er war ein bisschen wild jetzt, aber es ist auch... Das war der schwerste Boss jetzt hier drin. Hat schon in meinem Guide geheißen. Kann ich nicht disbanden, das muss jemand anders machen. Meisten Probleme. Muss Martin disbanden. Konnte ich nicht, hat es bei mir nicht angezeigt. Bei mir auch nicht. Du kannst es nicht dispellen, René, weil es ist eine Magie. Okay. War nicht angezeigt. Ja, dann ist es wahrscheinlich im LFUI-Tooltip oder so noch nicht drin. Ich spiele ohne. Also es hat es nicht als dispellable angezeigt. Könnt ihr bitte rebuffen? Ja, selbstverständlich. Vielen Dank. Ich achte das nächste Mal drauf und testen wir es nochmal. Ja. Ich hau mir jetzt Pots rein, weil anscheinend ist das hier doch nicht so... World Pass freilassen? Ne, World Pass mach ich jetzt mal noch nicht, aber normale Pots habe ich jetzt eingeworfen. Na gut. Mach ich jetzt erstmal Buff wieder aus, ne? Wir müssen den übrigens an einer anderen Stelle, wir müssen den Boss an einer anderen Stelle tanken. Weil du mich gerade ziemlich oft gelost hast, Glory. Ja, ich musste halt, da waren so viele Wolken auf einmal, ne? Ja, wie gesagt, so, wir müssen das besser aufteilen, wir müssen den da vorne vor Kopf ziehen. Könnte ich vielleicht statt Segen der Macht, Segen der Rettung bekommen? Olas. Ja, also, Sherina gleich, weil ich habe gerade kurz mal Akku gezogen. Statt Segen der Macht, nein, statt Segen der Weisheit. Du brauchst keine Weisheit. Vielleicht brauche ich Weisheit. Ich brauche Weisheit. Ich brauche der Macht, ich bin Eule. Ich ändere das gleich. Ja, aber was mit Dibbel? Ja, ich kann doch auch irgendwas einzelnes machen. Ja, okay, das stimmt. Das ist noch kein großer. Was ist da für ein Outfall? Leute wegen diesen Grim and Crusted Salvage teilen. Da kann jeder mögliche Shit drin sein. Warte mal, lass mich kurz zum Kampf kommen. Muss mal kurz was changen. So, besser? Ja, vielen Dank. Okay.
René, muss das Schild beim Trash auf mir sein? Ich geb's dir, Sera, von mir aus, ist mir egal. Also ist halt echt schwierig. Und bei Bossen ist es kein Problem. Beim Bossen hatte ich's, glaube ich, die ganze Zeit eben. Ja, beim Boss hattest du es, weil ich dann die ganze Zeit auf dich die kritischen Neulights spammen konnte. Beim Trash ist es wirklich agrotechnisch dann, also agrotechnisch schwierig. Schmutz, vergrößertes Objekt. Was soll ich noch einmal kurz zurück und das Zeug looten? Also wenn ich das gesehen habe, da können teilweise 20 Echtsilberbahnen oder sowas von einem Objekt drin sein. Das wären 120 Gold. Ja, das also, wird deswegen wird alles relativ schnell droppen. Das wäre schon sick. Die beste Goldfarm-Methode hier, Twinks machen und Gnome Legan laufen. Ja, jetzt noch. Trash Farm resetten, Trash Farm. Ja. Genau. Lootet sowieso alles. Gelaufen, ne? Oder haben die da was umgebaut? Nee. Also so wäre, das wäre rein theoretisch der richtige Weg. Normalerweise jumpt man ja runter. Einfach runter. Aber wir haben Bones dabei. Der bricht sich an die Beine. er vergisst sein Pad wegzupacken, deswegen. Das haben sie schon lange gefixt. Es passiert nichts mehr. Glück gehabt. Hast du Broken Tooth mittlerweile? Nee. Ja, mittlerweile, Junge. Slack du tust das nicht, wer ist ein Monat der? Ja, natürlich, schon zwei. Mittlerweile. Stimmt, bei dem Boss hätten wir noch ein Nature Damage auch nehmen können, ne? Ja, hätten wir. Ja. Also ganz ehrlich, das ist eher nicht so nötig da. Ja doch, da macht er diesen AOE-Attack. Der ist schon nervig als Melee. Ja, wie gesagt, wenn wir den das nächste Mal mit Buffs spielen, so, wenn du ihn vorher nehmen kannst, du hast ja keine anderen Portions abgesehen von der Fab, dann nimmst du die halt kurz vorm Trash und dann kannst du dir die reinhauen. Wenn du dich damit sicherer fühlst, das ist auf jeden Fall willkommen. Ja, ich hab halt nicht lange Buffs. Gute Nacht. Mach's gut. Olaf, kannst du mir einen Anregen geben? Ja. Alarmbot? Nein. Er macht mich sehr freundlich. Danke. Wie ich feststelle, werde ich es glaube ich nicht brauchen. Ey, je nachdem wie stark AK-Match wird, wird Flashes irgendwann brauchen, aber ich wie gesagt... Ich würde Zwar-Match brauchen. Echt? Ja, dann gib's doch einfach. Mach dir ein Makro und dann schreib ihn an. Oh, kurz in die Zuflucht hier. Ist jetzt alles neutral hier schon? So, keine Karte, also gibt's noch nicht. Was machst du hier an dem Ding? Ich reinige so ein Objekt mal. Hier ist auch eine Quest, es gibt die. Oh, guck mal, Purple. Oh, leuchtenden Splitter. Ja, nur Bullshit. Das ist ein Gamble. Ja, die kleinen Objekte sind ein Gamble. Mal gucken, was das große bringt. Okay, hier kann man die Token einlösen. Ja. Also, ich kann... Ja, doch. Also ein Teleporter? Stoff und Leder tragen. Also, keine Ahnung. Ich habe jetzt aus 5 so ein Dingern 8 Solid Stones gekriegt. Also, so scheiße ist es nicht. Müssen wir den aktivieren? Ja, keine Ahnung, ob uns der hinbringt. Das ist über ein Hebel. Funktioniert nicht. Der Nurse waren. Wahrscheinlich später, dass wir nicht so weit laufen müssen. Lila. Ah ja, kann man uns was besiegen erst hier, ja. Okay. Gut, Leute, lasst nachher fertig sein, wird schon zum Schluss. Lasst erstmal den Raid weiterspielen, bitte. Was wollt ihr einen Mark auf den Kopf setzen, Glory, bitte? Ja. So, hier müssen wir clearen, weil wir müssen den Boss ziemlich rumkreiten.
voll alles AOE. Ja, gucken erstmal, was die machen. Gucken, der macht Chain Burn, der macht Chain Mana Burn. Wo ist der Boss? Ah, da hinten. Wir müssen wahrscheinlich alles clearen, wenn wir hier so clearen. Achtung, ich lasse euch gerade mal kurz. Ups. Okay, der move drum, der Boss. Ja. Ja, wir clearen einfach schnell, geht er fix. Aber wir nachher. Weil wir einen Ad reinziehen oder was? Ich will mal pullen, oder? Das reicht jetzt hier, denke ich mir. Wo ist denn der Boss? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn auch noch nicht, Moment. Direkt gegenüber. Ja. Vielleicht hinter einem riesen Zahnrad. Wahrscheinlich. Warte da mal kurz, ich muss Ruhen switchen. Erkläre ich ihn und dann ist er vielleicht ja auch wieder da. Jetzt kann ich allen Trash machen? Ich glaube, wir haben ja genug Platz. Wenn wir hier drüber ziehen, er kommt jetzt danach da wieder langsam. Das ist dein Naturschutzpot. Nee, das war der erste gewesen. Achso. Hast du jetzt umsonst gekauft? Ja, anscheinend. Ich war halt vorsichtshalber. So, diese Bindings, die hier am Boden liegen. Zu denen laufen immer Ads, die der Boss spawnt. Die dürfen diese Bindings nicht erreichen, die Ads. Sonst werden das so Fallouts und die immer wieder spawnen, die kann man dann nicht mehr töten. Also wenn die Ads kommen, alle da drauf, ihr könnt die Sloan, Frostnova, Kniesehne, Verkrüppelungsgift, keine Ahnung, was ihr habt. Und der macht immer so Gasflächen am Boden, wie der eine Axramas-Boss zum Beispiel, da muss ich ihn rausziehen. Und die Milis natürlich sofort rauslaufen auch. Und das war's. Wo gehen die Ads aus? Von ihm? Vom Boss. Die gehen vom Boss aus und laufen zu den nächstgelegenen Bindings, die hier überall rumliegen. Okay. Was meinst du mit Bindings? Ja, diese Bindings hier. Diese Dinger. Ach so, die Leichen. Ja, da laufen die hin. Im ausgetrockneten, was auch immer. Ablagerung da. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Hab escaped. Okay, jetzt macht er die Ads, macht die weg. Ads. Und Sludge, ich glaube die Giftbühne. Ich sehe es zwar nicht, wegen Frostfalle. Ja, die Giftbühne ist dort. Eins hat sich verwandelt. Das ist schlecht. Zwei. Ich muss weiterziehen. Ich glaube, die muss man noch kicken. Oh, hier wäre vielleicht doch ein naturirisch Trank gut. Nee, die Deads dürfen die Mobs nicht erreichen. Ihr müsst alle Damage auf den Boss einstellen. Schwenken, ja. Gut, was die machen. Wenn sie dich verwandeln, die schießen alles kaputt. Ja, alle 3 Sekunden 400 Naturschaden. Oder jetzt sogar alle 3 Sekunden 800. Die stacken das noch hoch.
Ah, da müssen wir den Boss so positionieren, dass er weit weg von den beiden Dingen steht, right? Kannst du nicht. Kannst du nicht, die stehen überall im Raum. Ja, oder wenn es dann erreicht hat, direkt das Ad töten. Du kannst das Ad auch töten. Oder? Kannst du das rausnehmen? Ja, spart mir die Heilkosten. Wir sollen. Immer neu. Du kannst sie nicht mehr töten, wenn die verwandelt sind. Kannst du jetzt jemanden wiederbeleben? Nö, ich weiß nicht, warum ich rausgenommen wurde. Du wirst rausgenommen, weil mich das Ganze weniger Rep kosten hat. Kostet 16 Silber. Wenn ich sterbe, kostet er ein Gold. Und außerdem sparst du so deine Buffs. Das ist nett, ja. Also wie gesagt, alle fokussen und bei uns bitte die Eiskälte verlassen. Ich habe den AOE am Boden nicht gesehen. Okay. Die ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Ne? Naja, weil die Viecher haben den AOE am Boden nicht. Du kannst, wenn die Ads gespawnt sind, zieh den Boss doch einfach weiter. Wir müssen das immer, wenn die Adder die Ads spawnt? Ja. Im Regelfall schon. Stand zumindest da so. Okay. Ich finde so, die Eiskältefalle prinzipiell gut, ja. René, du müsstest bei dir dann Wisdom und SDR bei Devil tauschen. Ja, mach ich. Dann kriegt er SDR, ne? Aber die runterspringen irgendwie und überleben. Ja, ich weiß nicht, wo steht Glory denn? Also, wir können das. Lass mich mal kurz einmal vollheilen. Also, rein theoretisch kann man hier so runterspringen. Ja. Wenn er aufs Zahnrad springt oder so, lebt er. Bubble vorher. Ja, ich war voll geheilt, ist mir aufgefallen dann. Oh oh. Tschüss, Flash. Passt Flash. Auf, der Boss ist rechts neben Flash uns. Flash schwebt elegant rüber, runter. Ja, der Boss ist unten, passt auf. Na gut, mal gucken wir mal, ob wir ihn jetzt adden hier. Ja, wir müssen noch. Mann, ey, tun wir nicht. Da ist noch ein Ad. Aber er war trotzdem fast schon down, also der geht übelst schnell down. Aber wirklich alle auf die Ads switchen, sofort auf Ads switchen. Und wie gesagt, Cookie, Kniesehne, ich weiß nicht, Cold, ob du Verknüpfungsgift drauf machen kannst. No, Kidney. Kidney, also Stun, alles, Baller haben wir, ne? Ja. Wer jetzt kommt denn? Zwei. Drei. Ich versuche den Boss dann immer von einer Mitte von den Bindings zur nächsten zu ziehen, wenn die Wolke kommt. Muss halt auch hier ein bisschen aufpassen mit LOS, ne? Weil so ein Scheiß rumsteht. Aber wird schon. Jetzt Martin noch Mana, ne? Vielleicht können wir ja doch irgendwie so zwischen drei Dingern tanken, weißt du? Ja, genau, ich versuche immer hier zwischen drei zu ziehen, aber das Problem ist halt, dass er halt überhaupt auch so Zeug rumsteht, ne? Mhm. Nicht, dass ich die Healer LOS. Versuchen hier, vor Tor erstmal. Da war relativ viel Platz. Praktisch von hier, wenn ich jetzt hier stehe, will ich als nächstes hier hereinziehen quasi. Passt. Dann da vorne hin, so quasi. Ich glaube, willst du nicht hier hinten starten, wo wir angefangen haben? Weil hier ist halt mega viel offene Fläche. Da hast du recht, das ja ein bisschen, ja. Ja, also so einmal ja, so hier lang. Irgendwo wenn ich hier drüben starte, genau, oder so. Genau, hier starten. Und dann werde ich hier praktisch so runter weiterziehen immer. Wenn wir eh wissen, es sind drei von den Dings in der Nähe, dann können wir doch auch die Leute so positionieren, dass wir direkt auch die Viecher so abfangen können und stunnen können. Kann ich zum Willst Beispiel du dir vielleicht, Glory, sogar hier, wo die Eule gerade in der Ecke hüpft, bis hier hin tanken? Weil dann haben die noch einen weiteren Weg nachher. Ja, was denkt das einfach? Tötet einfach die Ads. Nee, für die Ads dann, damit die Ads nicht so einen weiten Weg zum Laufen haben möglichst. Ja, ich kann dahinter ziehen und dann ziehe ich da an die Kante. Ja. Problem ist gerade, wann kommt er jetzt hier wieder? Zunächst geben brauchen es. Ja, ich habe ihn gemarkt, ist er da hinten. Okay, welchen Pot meinst du? Den. Nein, wir müssen jetzt kurz warten. Den ich gepostet habe, oder was? Wenn er in die Nähe kommt. Martin, du bist bereit auch, oder? Ja. Ja, brauchst du nicht. Nimm das Gold raus.
Kommt jetzt. Ist da noch ein Add? Ja, komm, müsste passen. Five, oh nein, verarscht. 4, 3, 2, 1. Warum schießt er nicht? Wollen wir hier in der Mitte? Geh mal ein Stück weiter, du stehst mitten auf Bindings. So? Ja. Jetzt kommt Goo. Sind die schon da? Wieder einer verwandelt. Zwei. Das Ad. Dann den, wenn ihr könnt. Lass anregen, bitte. Mary, baust du das oder soll ich Splash geben? Mary, brauch's nicht. Ich brauch's nicht. Du kannst Splash geben, hab ich doch gesagt. Hab ich nicht gehört. Wollen wir Boss nuken? Ja, nuke durch. Nuke durch. Na cool. Sind die jetzt doch nicht aufgestanden, nachdem ihr sie getötet habt? Nein. Ja, sind nicht wieder hochgekommen. Weil irgendwo geht mal aus der Kacke raus. Ha. Hey. Zum Healen aufgefallen, ihr steht viel zu gesplittet durch die Balken etc. kann man euch ganz schlecht. Hä, wer hat den Loot warte. Junge, komplett weird. Ja, es ist hier ein bisschen problematisch, Martin, mit dem Ziehen, ne? So, das ist schwierig. Der Healer-Position. Nur so als Feedback, hat jetzt bei ganz, ganz häufig bei allen mal, dass ich nicht hinkomme und extra hinlaufen musste. Ne, wollen wir direkt würfeln? Ah, ne, ist er. Heilung. Stimmt, ich sehe es. Kannst du direkt anziehen? Kannst du direkt anziehen, ich brauch's nicht. Also, du bist Main Heal, Leder, kann sonst keiner. Zieh an. Würde ich sagen, aber musst du. Ich würde einfach warten, was noch droppt. Vielleicht ob das besser ist und damit ist jemand für auf. Ja, okay. Macht sich wieder den Fehler, genau. So nötig, aber es ist auch wieder nicht. Ich schon. War das Flash oder wie? Nein. Nee, Smarty, naja, wir haben einen zweiten Geier. Sorry. Nee, aber Flash ist der Obergeier. Seit wann bin ich ein Geier? Stimmt halt, wann ist Smarty ein Geier? Ja. Hat den Stab gegeiert. Hat er noch nicht gegeiert. Höre nur euren erotischen Stimmen zu. Flash-Agro ist eine Katastrophe. Wie viel Damage hat Dings so gekriegt, Lori, bisher? Ging so, also es war wirklich nicht die Welt. Aber sein Schild sollte er nicht ausziehen. Tatsächlich sehr, sehr viel AOE-Damage bisher. Ja, nur AOE-Damage bis jetzt. Also das bin ich auch nicht richtig. Also müsste ich auch nochmal, wenn wir jetzt nächstes Mal eingehen. Der erste Pulver schön, da hatte ich über 300 HPS, da hättet ihr ihn töten müssen. Also müsste es vor allem, liegt dann wahrscheinlich mal ein Magic-Damage so vom Gift so, ne? Also Gift-Damage. Also bis jetzt war noch kein Single-Target-Fight. Okay. Ja, aber dann könnte ich ja theoretisch Schild schon ausziehen, wenn das nur von dem AOE-Kacke ist. Weil ich... Ja, aber okay. Safety first, bevor du kippst. Ja, jetzt für den ersten Ding sowieso. Also müsst ihr auch. Ja. Für mich ist es halt wichtig, ob ich dann für nächste die Tanks backen muss. Oder ob ich den mit meinem Schwert tränke. Ja, für mich auch für die Zukunft. Wie? Ja, ich glaube, du kannst hier mit deiner 2 einfach vertanken, tatsächlich. Weil ich bin jetzt halt schon auf tanky geskillt, quasi. Von hinten kommt noch was. Hier muss man echt aufpassen, dass man nicht. Ich erdet. Ich glaube, es gibt ein, zwei Stellen, da kann man einen halben Raid irgendwie pullen. Aber habt ihr gerade dieses große Viech getötet? Die großen Viecher haben weniger Life als die Sludges. Ja, cool, das ist ja.
Bei einem Guide hieß es, dass die immer wieder respawnen, wenn man die tötet. Ja, gar nichts passiert, die sind tot. Nee, die also sind tot. Die Stellen von denen, ne? Die Armstiege. Also keine Ahnung, ich habe auch nicht gesehen, ich habe nur gemerkt, dass so ein richtig fetter AOE-Damage kommt, wenn so ein Ad spawnt. Die schießen Gift auf jeden. Das kann man mal kicken. Ne, dann ist es ja wirklich kein... Ja, in 2-3 IDs ignorieren wir die Ads wahrscheinlich und gucken einfach den Boss durch. Ne, der stackt einen. Im ersten sind wir an diesem Ad-Damage, der macht alle 3 Sekunden 800 Damage. Ja, ja, das ist schon krass, ja. Also ich glaube, die kannst du nicht ignorieren. Ignorieren. Na gut. Ja, vielleicht ein Heal, vielleicht Naturrisiport rennen oder so und dann ignorieren. Nee, die machen viel zu viel Damage. Wir werden es sehen. Ich glaube schon, dass wir es ignorieren, wenn wir irgendwann mit zwei Heilern spielen. Dann spielt Martin in die Kreis der Heilung und freut sich, weil alles die ganze Zeit um ihn herum leuchtet. Ja, das werde ich definitiv das nächste Mal machen. Ja, das Circle of Healing scheint dir wahrscheinlich ziemlich gut zu sein, glaube ich. Besonders, weil du damit dann noch dein Prayer bouncen kannst. Naja. Ich habe jetzt unendlich Mana. Von daher. Ja. Und dann wird Priester noch bescheuerter. Grohl, hast du das nicht zufällig in Anregen? Und die Sludges waren so übel tanky, weil es damit schon alle... Nee, eine Minute noch. ...drauf geswitcht. Okay, damit, ne? Dann trinke ich. Ja, die Leute sind ziemlich tanky, ja. Aber gehen schon down. Man kann sie auch stunnen, ne? Ja, die sind nur tankier als der Rest. Ja. Die anderen fallen ziemlich schnell um. Wir haben unheimlich viel Resistance, die Mobs hier. Sind ja auch Aussätzige. Ich bin schon mal weiter, ich muss noch mal kurz bei dem Makro was gucken, das stimmt nicht. Kann mir irgendwer ein Stack Wasser geben? Das Battle Stance, warum? Danke. Was anregen. Hab vergessen, Wasser zu kaufen. Vielleicht hat keins gemacht. Doch. Ich bin schon zweimal Wasser gegeben. Einmal 6 und einmal 5. Ich bin pacified, ich kann nicht angreifen. Dann war ja hier mit den Beastkeepern. Oh, was denn da oben? Diese Arena da oben ist neu. Ja, da bin ich gespannt, wer jetzt fliegt. Fliegt da immer jemand runter? Nö, nicht unbedingt. Also man muss richtig spielen, dann nicht. Ich glaube, wir Glory Cult. Müssen wir alles klären? Nein, ne? Nö. Welch Schwester? Was? Magierrolle. Flash hat welche Schwester bekommen? Ich habe vorher welche Mutter bekommen. Schriftrolle. Gib mir mal die Mutter. Welche denn? Glaube ich's. Immer ein SDM für den armen Cookie. Ja. Ja, ich buff vor dem Boss jetzt gleich noch. Oh. Der Manuel Crowdpummler. Er macht im Endeffekt drei Sachen. Erstens schmeißt er so Zahnräder durch die Gegend. Da müsst ihr dodgen. Dann macht er den Gnomrigan Smash. Das ist so eine Frontal-AOE-Attacke. Die, wenn euch trifft, dann fliegt ihr von der Plattform und seid tot. Das Channel, also das Caster, da leuchtet seine rechte Arm, leuchtet so, und das geht in die Richtung, wo die Füße hinzeigen. Also immer auf die Füße gucken, wo das hingeht. Und wenn er 25% hat, chargt er random Spieler an, das ziemlich viel Schaden macht auf den Angechargen. Ja, das war's. Also wichtigste Mechanik ist dieser Gnomrigan Smash.
ausweichen. Und bei dem Charge ist noch nicht bekannt, ob man irgendwie weit weg, nah dran stehen soll. Nee, wer gecharged wird, weiß man nicht. Dankeschön. Soll ich mal noch kurz rund wechseln? Ups. Ne, bist du bereit? Habt ihr eigentlich eure Buffs schon ausgepackt? Oder ja, die lassen wir noch drin, die lassen wir noch drin. 5, 4, 3, 2, 1. Geh mal in die Mitte, ist immer das Beste. Mesh kommt, Achtung, da weg, wo ich gestanden bin, da hinten weg. Und rip. Fuck. Scheiße. Das war schon zerlegt. Ich hab. Mesh, Achtung, ja, sorry. Weg da. Wo die Füße hingucken, immer wo die Füße hingucken. Ah, jetzt haben wir es. Irgendwie schlecht. Wie weit bist du denn geflogen? Naja, ich krieg dich nicht mit dem Battle Rides hoch, tut mir leid. Achtung. Finde ich geil. Er kickt dich auch mit Bubble weg, also nicht probieren zu Bubble. Rolas anregen, bitte. Hab ich nicht. Rolas bitte anregen. Hab ich nicht. 2 Minuten CD. Achtung, weg. Halt den Discord während des Links vom Cyberboards, bitte. Shockwave. Weg, Shockwave, sehr gut. Sonst, wenn Smartin Hilfe braucht, vielleicht mit Rolas ein bisschen mitteilen. Smartin hat volles Marder. Shockwave, Achtung, weg. Ich versuche nochmal die. Upsi. Okay, kein Heiler. Du kannst dich Battle-Retze, wir liegen beide hier, Grolas. Battle-Rats will ich, oder Battle-Rats Martin. Jetzt kommen die Random Charges Code. Hier! Wir liegen hier vorne, neben dir. Ja. Mich gerappt. Shockwave weg. Jardina weggecharged. Das war's mit. Bist du gewonnen worden, Grolas? Ne, ich hatte nur Half-Life. Okay. Oh, nice. Ah, sorry. Ich habe 1140 und dann und ja, der Boss ist auf Reload. No. Also ohne, das gefühlt René war AFK, der hat sich erstmal runtergeholt. Schon wieder. Ja, das war einfach blöd. Ich habe halt probiert, das zu bubbeln, so das war dumm. Anregen, nicht mehr beim Dresch verwenden. Dann mach mir gefälligst Wasser. Ja, trade. Geht's dann weiter? Ich hab jetzt Wasser bekommen. Also du kannst entweder rund unten hier runterspringen, dann kommst du Richtung Endboss. Ich weiß halt nicht, wo der Rest ist, aber hier sind erstmal Ends. Wir laufen einfach mal auf dem Weg weiter, ne? Ja. Die Frage ist, ob wir hinten in die Werkstatt müssen. Wir sind ja gut unterwegs. Vielleicht kann man ja noch was entdecken. Oh, jo. Vielleicht neue Spezialruhen im Kopf. Ich habe auch noch nichts über die Berufe gelesen und so, dass jemand was gefunden hätte. Vielleicht finden sie ja wieder. Was ist denn mit dem mit den Verzauberungsrezepten? Wo droppen die? Weiß man auch noch nicht. Das könnte auch vom Trash sein. Ja, das soll das einfach mal spielen. Wir sind. Dann gehst du gesehen, dass der grüne Mechano-Charger vom Endboss droppt. Apex, ich hab alles auf. Ich lass Video mitlaufen. Ja, super. die Rezepte sind aber auch schon. Sind's doch schon gefunden worden. Ach so, okay. Wo gibt's sie? Questline sind das. Wo startet die? Weißt du das? Nee. Müsste ich mir das Video nochmal angucken. Nimm mal den dicken Christian, der macht zu viel Schaden. Also der pazifiziert mich. Na, mein Sport widerstanden. Ja, ist das so. Da wäre ich halt mit einer Granate rein. Ich hab sehr viele Resists. Na, wie viel Hit hast du denn? Ja, schon. Spell hit gar nicht. Null! Schon
weit, da wenn man hier noch geschlagen wird. Ja, ein paar Non-Elite jetzt wäre auch zu heulen, aber ich muss zurück, ich muss da auch looten, ich vergesse mal. Oh, hier ist ein Rezept. Ich bin hier, wo ich Leatherworking. Ja, Leatherworking. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht für irgendwas braucht. Ja, das sind wahrscheinlich die Grundhüte. Was ist das denn? Welchen Mob ist der drin? In dem hier ganz vorne. Vorne, wo Glory gerade sozusagen draufsteht. Ja, okay. Der Crepp, Mann. Crepp-Rezept. Vielleicht ist es der Vorgänger für deinen epischen Hut, ne? Wahrscheinlich. Vielleicht brauchst du den für die Questline, dass du das abgeben musst oder sowas. Könnte sein. Wer weiß doch schon. Ich meine, ich finde die Bosses sind ganz gut designt, aber... Schwach. Wir spielen halt die Mechanik nicht sehr gut aktuell. Waren halt trotzdem alles weg. Die haben halt einfach 50% Leben zu wenig. Ja, die Mechanik halt eigentlich nicht richtig spielen. Wenn du jetzt noch irgendwie Natur-Risipot oder sowas nimmst, dann ganz... Oder einfach Gear hast. Oder noch mehr Gear. Oder mit Worldcrafts hier rumläufst. Ein Hard-Mode sollten sie haben. Das wäre tatsächlich interessant. Don't push the red button. Jeder Boss, oder genau, ganz am Anfang gibt es einen Red Button Hard Mode. Da ist die ganze Insta auf Hard Mode. Ich glaube, das haben jetzt nicht alle Leute schon, ja auch alle ihre Runen und sowas, ne? Oh, also, Level ja 8. Deutlich stärker werden. Ja, hier kommt mit dem Teleporter hier wahrscheinlich von der Ding. Vielleicht einmal reinlaufen, dass er aktiv ist. Wollen wir jetzt hier hochlaufen oder was? Ja, das ist ja witzig. Ne, wir sind ja von hier gekommen. Hallo. Macht ihr gekommen? Ja, wir sind von hier gekommen, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Also runter oder was? Ja. Ja, ist jetzt nicht das Schlechteste, ein bisschen Trash zu töten für Rezepte und so, und wir sind ja sehr gut in der Zeit. Ist irgendwer Leatherworker hier? Ich bin Leatherworker. Ich auch, aber. Ist die Frage, ist das eher. Ist das egal. Bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit, du kannst von mir gerne haben. Ich bin auch nicht so weit. Ist frisch. Ich bin auch noch nicht so weit, darf ich mitwürfeln? Oh. Sollen wir jetzt hier Lederraum überrollen oder? Wir wissen ja nicht. Warum verteilen wir jetzt wieder zwischen welchen Loot? Nein, das war nur eine allgemeine Frage an dich eigentlich. What's up, K? Wir verteilen alles zum Schluss, das heißt, du hast Taschenprobleme dann. Taschenprobleme? Ich ging noch nicht ums Verteilen, ich wollte nur wissen, ob irgendwer Lederworker ist. Und nicht wer es kriegt, denn okay. Die Diskussion haben die zwei angefangen. Okay. Du hast es gestartet. Ich muss da ein bisschen sortieren den Loot. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, was es gibt, falls hier. Ich habe das durch. Ähnliche Sachen gedroppt sind, ne? Wieder vorne ist abgesperrt. Weißt, müssen wir erst noch einen Boss machen. Mal hier, ja. Abgesperrt. Wie kann das sein? Der Werkstatteingang, deswegen ist er abgesperrt. Werkstatteingang. Wie kann das sein? Und sag am besten nichts, sonst muss ich leider beim Video so viel cutten. Cutten? Wie kann das sein? Mach doch einfach die Voice-Spur weg und dann. Musik hinterlegen, das kann ich machen. Nee, einfach dann kommentieren, was wir da machen. Genau. Wir fehlen die Mechanik, aber der Boss stirbt trotzdem. Ja, hier seht ihr, wie ein dummer Paladin probiert, den Charge zu bubbeln. Tut es nicht. Hier versucht eine Eule, die Toten zu finden, die direkt neben ihm liegen, ne? Zum Schätzen.
Hab ich nicht gehört. Wie eine Eule beim Trash lootet und anfängt über ein Lederrezept zu reden. Ja. Hier seht ihr, wie kurz vorm Bosskampf Anregen verteilt wird, mit meinem Wasser spart. Ja. Flash, das Ding ist halt einfach, du bist halt einfach zu geizig. Aber das ist ein anderes Thema, das klären wir nach. Hier ist doch der Werkstatteingang eigentlich. Ja, ich dachte, ihr meintet hier, ich fahr oben. Deswegen. Muss hier noch ein Boss sein, den wir spielen müssen, der Executioner oder wie der hieß. Ach, der den Fake-Pumbler droppt. Ne, den Fake-Pumbler haben wir gerade schon gekriegt. Ist gedroppt. Das ist jetzt der die Ranges voraussetzt. Mindestens 5 Ranges, sonst wird's kacke. Der Boss wird jetzt hier irgendwo rumgammeln. Menagerie. Eine Menagerie ist da, wo der Endboss steht. Da kommt nach der Menagerie kommt praktisch direkt der Endboss. Wie viel gab es jetzt insgesamt? 6 Bosse? 6. Ja. Okay. Wir machen kein Epic. Wir droppen alle beim Endboss. Unwahrscheinlich. Nee, jetzt droppen ein paar auch vorher. Das Fallout droppt schon 2. Geht irgendwer ein Boss. Elektrokuschel da unten, also okay, wir müssen runter. Ja. Yeah. Wir müssen. Auf Aufzug wird auf das Gegenüber, glaube ich, ne? Der schießt geil. So ein Pad würde ich gern haben. Wenn der rausfliegt, ist auch geil. Okay, hier hat schon mal. Höre ich dich scheiße doppelt, Alter. Ich hab dich im Stream und wundere mich, warum ich alles doppelt höre. Er hat hier dann schon geklärt. War der Alarmbot. Warte mal, hier geht's auch nicht weiter. Dahinter ist doch links der Aufzug. Ah ja, da vorne. Oh, da kann man da vorbei. Ja. Hilf. Da ist doch vorher die Plattform. Ja. Sieht zumindest so aus. Hat's recht. Als habe ich eine AOE-Town gemacht bei all diesen Mobs und hab kaum Schaden gekriegt. Weil Dibble richtig reinbörsirkt. Ja, krass, Dibble. Chill. Krasser Dibble. Chill doch mal, ey. Endlich Seidenstoff, ey. Flash macht hier so viel DPS wie ein halber BWL-Raid. Ui. Schon hat mich herausgefordert. Ja, und hier geht's zum Hintereingang, ne? Jetzt auch ein Teleporter, ich mach mal an. Na, und hier ist ein Aufzug. Eule? Oh, nee. Bei uns fallen. Aha! Achtung, das wird mal Profi. Achtung, der Boss ist der Unterschied zwischen Profi und Noob. Also jetzt aufpassen, dass wir den Boss nicht pullen. Hä, diese komische Spinne war doch vorher oben. Hast du den gemarkt, zufällig, den Boss? Nee. Wenn nee, mark mal den Boss bitte. Stehst da halt bestimmt irgendwo rum. Ja. Und, kann ich den überhaupt marken? Ja, ich hab ihn gemarkt. Sehr gut. Okay, er kommt hier angeschossen. Zurück, Leute, zurück. Er freut sich der Alarmobot. Weiter pullen, wer steht da vorne noch rum? Bounce dein Pad. Okay, wir pullen gleich den Boss. Mal den resetten? Nee, bestimmt nicht. Auch, nee, das ist auch gesperrt. Ja, auch, du bist geblockt. Dann sterben wir einmal. Lass doch die Trashwings kaputt machen hier so lange. Ja. Komm, geh. Bei uns für Rap-Kosten anhandeln dann. Bitte? Bei uns für Rap-Kosten anhandeln. Das ist denn nicht so wie meine Schuld. Doch, klar. Du hast geputzt. Natürlich, dein Pad. Mein Pad war schon längst dort weg. Nein. Ich kann dir Videobeweis zeigen. Ja, zeig Videobeweis. Ja. Nicht nur die Rap-Kosten, auch die Consumes. Alles, ja. Alles dürft ihr bei uns dann anhandeln. Ich hab's dir sogar noch gesagt, dein Pad. Ich hab mein Pad doch schon längst zurückgezogen. Alter, es stand halt dort. Hast du deine Vorhaut zurückgezogen, auch nicht dein Pad? Die ist schon lang zurückgezogen.
Ich muss Bones leider recht geben, auch wenn es mir weh tut, aber es war der Alarmbot. Ja, aber das Pad, der ist halt dort, ja, nein, weil das Pad halt dort gestanden ist, wo der Alarmbot war. Das Pad war weg, das Pad war schon 5 Sekunden weg, bevor der gepult ist. Ja. Das ist wirklich so. Doch, das Pad hat den Alarmbot gepult. Ich hab's genau gesehen, ich hab genau drauf geachtet. Ich hab's auch gesehen. Hä? Ja, aber das stand dort, das ich auch. Also gut, ich schaue nachher im Video nach. Ja, das Ding hat mir übrigens 5000 Damage gemacht. Ja, weil man es natürlich, weil du die Mechanik spielen musst. Wenn du hier zweimal den Charge hintereinander kriegst, bist du tot. Also wir haben auch echt lange gelebt dafür, dass wir den Boss plus Ads hatten. Gefühlt keine Ads gestorben. Oh. Ja, also das mit Verliesgruppe finden, das ist nix, ey. Eigentlich muss man nur diese Putt wegmachen und dann kann man den Boss eigentlich schon spielen. Wir brauchen nicht viel Platz. Ja, warte, wo müssen wir jetzt denn? Am besten. Nee, runterspringen und dann zum Teleporter, oder? Zuflucht und teleportieren. So ein Teleporter am Anfang der Indie wäre auch gut gewesen, ne? Sinnvoller auf jeden Fall, ja. Mist, falsche Seite. Leben wir? Fuck, und zwar schneller. Ja, okay. Ja, das Waffen und so neu. Ihr habt was gepult, Vorsicht. Hast du was gepult, oder? Wir sind, glaube ich, am falschen. Hör bei uns. Ich hab dich nicht umgestellt. Ich hab dich ganz genau damit gesehen. Der, da müssen wir hin, oder? Ja. Ja. Bleibt herum, bis alles gebufft ist, nachdem wir da sind. Und dann, wie leid läuft diese eine Putt? Hm. Ist die? Oder haben wir die getötet? Ich hab ein paar Viecher getötet. Also den Alarmbot hab ich umgenietet. Liegt da, ja. Weil wir können dann eigentlich hier spielen, den Boss, wo die ganzen Toten liegen, aber da war die eine Putt unterwegs. Also prinzipiell sind alle hier. Okay. Ich tanke den Boss hier so gegen die Wand, also ich drücke mich gegen die Wand. Der Boss macht ein Spell, das heißt negative Aufladung auf einen Spieler. Der muss aus der Gruppe rauslaufen, weil es sehr viel AOE-Damage auf die Gruppe macht. Dann castet er Chain Lightning auf die drei am weitesten entfernten Ziele. Außerdem castet er zwei Debuffs auf die Ranges, auf zwei Ranges, die am nächsten dran stehen. Das ist das, was Martin jetzt getötet hat. Wenn du zweimal diesen Debuff kriegst, bist du tot. Sprich, das Range Camp muss praktisch immer hin und her wechseln. Also zwei Spieler müssen immer hin und her laufen. Das heißt, wenn die einen Debuff haben, die laufen dann weiter weg, dass sie als nächstes den Chain Lightning kriegen. Und zwei vom Chain Lightning Camp laufen näher ran, dass sie als nächstes den Debuff kriegen. Verständlich? Mhm. Ja, gut. Ich und Grolas stehen als erstes nah am Boss. Ich würde dich nicht laufen lassen, weil einer muss nicht laufen, der kriegt immer das Chain Lightning ab. Und okay. Da du nicht so mobil bist, würde ich dich nicht laufen lassen. Okay. Das heißt, wir machen Mayhem. Einfach Sherina und Bones gehen am weitesten weg erstmal. Und Flash und Martin gehen praktisch zwischen die Gruppe. Und dann tauschen praktisch, wenn der Debuff da ist, das Chain Lightning, weil der Debuff da ist, tauschen Bones und Sherina mit Flash und Martin die Position. Und ihr tauscht immer so hin und her, wenn ihr den Debuff gekriegt habt. Wenn jetzt einer von euch diese negative Aufladung kriegt, muss er natürlich weglaufen. Dann brauchen wir einen Ersatzspieler aus dem Melee-Camp, der dann einspringt. Das müsst ihr kommunizieren und dann aus dem Melee-Camp ich gehe raus. Mit Tipia macht es, Dankeschön. Und wenn das gecallt wird, gehst du dann ins entsprechende Camp, bitte. Was heißt, wenn ich die negative Aufladung habe, wo muss ich dann hin? Dann läufst du zu René. Das waren diese Blitze, die du gerade um dich rum gesehen hast, weißt du? Okay. Also dann laufe ich instant, ohne dass wir switchen, sondern laufe einfach weg. So. Genau, okay. Ich gebe René einen Marker. René ist praktisch bitte. Der Ankerpunkt, zwischen denen, die ihr immer hin und her rotiert, wenn ihr diesen Debuff habt.
Ja, das, genau. Wenn der Wald ist der Punkt und Glory ist der nächste Punkt. Kannst du die anderen beiden Gruppen auch noch marken? Ja, die alternieren aber immer. Ja, aber trotzdem, weil dann weiß ich, dass ich hinter Flash das Spiel laufe. Also dann gebe ich Flashen mark. Ja, wir können das mal kurz hier heroben testen einfach. Also, das ist jetzt die Wand. Haben wir genug Platz? Hier vielleicht. Das ist die Wand, gegen die ich den Boss tanke. Bin der Boss. Das Ding ist der Boss. Dann stehen die Melees, stehen hier rum, genau. Ich sehe es jetzt nicht hinten, ob ihr richtig steht. Also ich gehe mal weg, aber bleibt so stehen. Einer muss noch zu mir. Du gehst zu René. René. Zu mir. Genau, so bam, bam, bam. Wir machen den Boss. Jetzt kriegt Koki die negative Aufladung. Was macht Koki? Nein, nicht zu den anderen laufen. Falsch. Nicht zu den anderen laufen, weg. Nach links oder rechts weglaufen, aber nicht in die andere Gruppe rein. Genau. Gut. Jetzt kommt Chain Lightning auf die drei Entferntesten und Debuff auf Flash und Martin. Was passiert? Richtig, sehr gut. Jetzt kommt Debuff auf Bones und Sherina und Chain Lightning auf die anderen. Was passiert? Richtig, so. Jetzt sagt Flash, er hat den Debuff. Was macht Flash? Also nicht den Debuff, Aufladung. Ich gehe raus und jemand du das kommunizierst es. Du kommunizierst es, dass du die Aufladung hast, das mit tiefer Weise muss auf deine Position. Das sah doch richtig aus. Gut. Das ist toll. Du sagst an, oder? Das war eine tolle Erklärung, glaube ich, wirklich. Das war echt gut erklärt. Da wird das angezeigt? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja. Und ich sind 1000 Blitze rum, du kannst es nicht übersehen. Wenn ich die Aufladung habe, ich laufe nicht. Die Melees müssen gehen auf Max Melee Range am Boss, dann trifft es euch nicht. Aber wird René dann nicht von jedem Chain Lightning getroffen und ist beim zweiten tot? Nee, Chain Lightning hintereinander ist kein Problem, oder? Nur der Debuff. Weil ich habe alles, was ich gesehen habe, die spielen mit zwei Dreiergruppen. Ja, ja, aber es hat nur von dem Debuff geheißen, dass der nicht zweimal wir gemacht. Werden es sehen. Achtung, Boss. Ja. Nein, läuft nicht so weit. Okay. Oh Quatsch, spielen wir wieder ohne René. Ja, eben. So, also wir können jetzt eigentlich... noch eine Runde läuft, pullen wir einfach mal, würde ich sagen. Sekunde, warte. Rebuff tack. Noch. Tack. Tack. Okay. René, geht's? Sonst läuft er wieder nicht. Ich bin ready, alles gut, ich bin ready. Five, muss ein bisschen früher pullen, ich pulle. Wo ziehst du denn jetzt hin? Ich zieh hier gegen die Wand. Gegen hier, gegen den Scheinwerferrand. Okay. Bei uns kriegt die Aufladung. Das mit Keeper muss die Position übernehmen. Ich und Bones haben es gekriegt. Zieh ihn weiter Aufladung, weg. Ich hab die Aufladung. Ich sehe allerdings jetzt nicht mehr, was hinten passiert. Ich muss jetzt selber gucken. Ja. Bei uns hat die zweite Aufladung. Ja, weil es Bones am weitesten wegsteht. Der darf nicht am weitesten wegstehen. Knocking back. Hat das mit Switch jetzt anscheinend nicht funktioniert? Nee, es geht nicht, weil das ist genau das, was ich gerade sagte. Okay, du musst Chain Lightning weit... nicht. Also hat Chain Lightning jetzt auch getötet beim zweiten Mal. Ja, statische Aufladung. Nee, statische Aufladung ist der Debuff, den du nicht zweimal kriegen darfst. Das Problem ist, die statische Aufladung kriegt der Spieler, der am weitesten vom Boss entfernt steht. Run out. Knocking back. Olas, komm ein Stück hierher. Achso, ich hab noch Cooldown. Nein, die statische Aufladung liegt der. Ne, statische Aufladung ist ja dieses AOE-Dings hier erstmal. Nein, guck, es ist auf Shenron. Nein, der Kettenblitz macht auch quasi einen Debuff. Der macht auch einen Debuff. Okay, dann brauchen wir zwei Dreier-Teams. Okay, dann habe ich das falsch verstanden, sorry. Dann brauchen wir in dem einen Team doch noch irgendeinen, der halt auf Range geht. Ja, ich gehe dann auf Range, ist okay. Dann so. Okay, und dann ja, aber muss immer das ganze Team hin und her laufen quasi. Du stellst sie halt nebeneinander, ein Team moved vor, eins zurück. Genau, du brauchst ja nicht weit auseinander. Ja, dann gebe ich hier, welches Team war es? Dann gebe ich dir noch einen Mark, die Sierra. Nee, ich stehe ja vorne dran, das ist doof. Ich laufe nur hin, wenn mein Team dran ist, für den Chain Lightning zum Abfang. Okay. Ja, sonst mache ich gar keinen Schaden. Okay. Okay, Flash hat ja einen Mark, dann passt sie, ne? Flash schon. Ja, dann immer die ganzen Gruppen hin und her laufen quasi. Du brauchst ja jedes Mal nur drei Schritte vor, drei Schritte zurück machen, gefühlt. Pull war auch ein bisschen scuffed, also überhaupt nicht gut gepullt. Aber der hat zumindest mal ein bisschen mehr live, habe ich das jetzt richtig gesehen? Ja, aber jetzt hätte ich gerade nicht gesehen, wie viel das er war, wie viel Prozent. Unter 50. Also wartet 56. Auch mal mit dem Damage bei dem bitte, bis er positioniert ist.
Der Movement Speed von der Katze nicht nur außerhalb, die 20%? Haben Sie das gefixt? Es steht da eigentlich auch im Talenten, dass es nur außerhalb ist, aber ja, merkwürdig. Ich will mich nicht beschweren. Ich werf mal wieder um. Das ist wenigstens mal ein lustiger Boss. Aber wir haben doch... Ne, wir haben nur 5 Ranges. Ja, meint. Dann gib doch bitte den beiden Heilern jeweils einen Mark. Doch egal. Jetzt Flash oder... Dass Martin das mag, aber gut. Gab Sherina das mag? Das sieht aus wie ein Heiler. Ich möchte inkognito bleiben. Ein Heiler. Oh Gott. So. Und bitte gesagt, lass mich erst an die Wand ziehen und dann macht ihr Damage. So, das heißt Bones, Sherina und Mayhem bilden ein Team, Smartin, Flash und ich das andere. Ja, und wir stehen zuerst hinten und nehmen den ersten Kettenblitz und dann gehen wir nach vorne. Okay. Lieber fällt 10 Sekunden. Ja, und dann braucht man aber einen Ersatzspieler, falls einen anderen Ersatzspieler. Ciao. Man stirbt ja gar nicht, schade. Ey, Aufzugbus. Dann braucht man noch einen Ersatzspieler, falls jemand aus dem Range-Ding das kriegt. Freiwillige. Oder irgendwer, der Movement Speed hat, also entweder Cold oder Dibble. Keine Freiwilligen, dann Dibble, dann machst du das bitte. Alles klar. Du musst jetzt merken, wer wo steht, dass wenn der callt, dass er die Aufladung hat, dass du da an diese Position movest, ne? Also, du stehst hier, Glory, ne? Ich stehe hier an der Wand, ja. Im Arsch zur Wand hier so. Guck mal, dann. Ja. Dann Martin und René, dann sucht euch doch mal hier jeweils eine Position. Na dann callt bitte X oder Mond ausgleich. Ausgleichen oder irgend sowas. Ja, genau. Nicht so weit weg, nicht so weit weg. Stell dich hier hin, oder ich gebe mir mal kurz. Stellt sich einer hier in die Ecke und der andere an die andere. Achtung, Leute. Hier, der praktisch der nächste steht dann hier in der Ecke. Dann hat jeder jeden in Heal Range, so ein Dreieck bilden. Die Milis können vorne weg. Na, die Milis können. Das ist doch einfach in einer Linie machen. Ja, Linie ist besser. Ja, wir können es ja hier nochmal testen. Also ich stehe hier. In welcher Linie möchtest du das machen? Ich steh quasi hier, Smartin steht da und glaube ich steht da. 15 Yards, kein Lightning Gefahr. 15. Mach mal, geh mal einen Schritt nach vorne, Smartin. Und außerdem, so braucht jedes Team immer nur einen Schritt moven, einen Schritt zurück. Einen Schritt moven, einen Schritt zurück. Guck mal, was für eine Strecke ihr jeweils laufen müsst, so. Ja gut, hat man natürlich recht. Viel zu viel gelaufen. Steht und jetzt. Ja. Smartin, jetzt gehst du auf die andere Ecke davor. Ja, okay, ja, okay, du hast recht. Welche andere Ecke? Hinter dir, wenn du dich jetzt umdrehst, da wo die Sarah gerade hinläuft. Hier ist deine Ecke. Ja. So, und die Milis gehen dann hier, beziehungsweise je nachdem, wie ob ihr Links- oder Rechtsträger seid, geht ihr hier den Debuff hinbringen. Genau wie alle anderen auch. Ah, wir gehen dann einfach hier nach vorne und einfach zurück. Verstehe. Easy. Genau, und wir stehen, also die Smartin-Team, jetzt ist nicht dran, ist, wir stehen ein Stück näher dran. Das heißt, wir stehen jetzt hier, wo wir stehen. Und dementsprechend müssen wir dann nur zurück switchen. Relativ simpel. So würde ich spielen. Das ist gut. Ja. Guter Vorschlag. Also, wenn wir jetzt den Buff haben, laufen wir, gehen wir ein Stückchen zurück. Nee, wenn ihr gehittet wurdet vom Chain Lightning, lauft ihr vor, nach vorne. Geht ihr ein Stück nach vorne. Du kannst von hier ja auch auf den Boss schießen und das andere Team geht nach hinten. Wenn wir gehittet werden, sagt das einer Bescheid. Also am besten der Teamleader. Also sagen wir jetzt mal Smartin und Mayhem. Und fertig. Ja. So würde ich spielen. Ja, das ist Glorious Raid. Ja, naja, ist gut, mal gut gemacht, ja. Der Boss kommt jetzt auch. Gibt es noch Unklarheiten? Dibble, du siehst, wo die Marks stehen, ne? Also von mir aus hier Mond links und Kreuz rechts. Kannst du den Instant zu dir ziehen von dort? Ja, schwierig. Aber wenn er ganz weiter vorne ist, dann passt. Also ready waren ja alle. Ja. Hat jetzt keinen Pull-Timer, ich pull ihn einmal, wenn er hier vorne ist. Ich laufe Instant dann rüber zur Ecke. Okay, Pull wird gleich passieren. Jetzt. Da könnt Damage machen. Bei uns hat schon Dibble, du musst ausgleichen.
Ja, Bonzer. Nee, das ist die normale. Das ist die normale Charge. Das hier ist magnetischer Impuls. Ja, komm mal nach vorne. Bei uns? Das ist Martin? Ja. Switch. Ich geh vor. Locking back. Ah, okay. Mappi kommt zurück nach Flash. Stehst du was hin? Okay. Wir wechseln, ja. Auf mich. Wir gehen nach vorne. Nach hinten. Muss ich was ziehen oder habt ihr mich? Ich hab dich. Olas anregen bitte. Run out. Müsst ein bisschen wegfahren vom Boss, ich hab die Aufladung. Hey, wir haben, ne? Ja, ihr müsst switchen, ja, ne? Smarty, wir müssen nach hinten hier. Knocking back. Okay, wir müssen wieder nach hinten, Mayhem, Shirina. Ich zieh was. Martin, guck nach vorne, ja. Okay, wir müssen nach vorne. Jana wieder nach hinten. Martin. Ihr geht nach vorne, oder? Ja. Vorsicht, das ist jetzt wieder bei uns, diese Wolke. Was soll denn das? Geh in dein Bett. Lady, es ist gut. Geh bitte in dein Bett. Das muss ich auch rauskriegen. Was soll denn das? Okay, wir gehen wieder nach vorne. Lady, geh in dein Bett. Ihr geht nach vorne. Back. Vorsicht. Wir sind immer noch vor. Ich würde gerne noch eine Anmerkung ganz kurz bringen. Meine Positionierung war scheiße. Du stellst dich nächstes Mal hier hinten hin, damit du nicht weggekickt wirst als Range. Ich wollte es nur nicht mitten im Try sagen. Na, dass man sich hier hinten hinstellt. Was willst du hinten hin? Das Range Camp, ich gebe mir nochmal einen Mark, den Mond, dass das Range Camp eher hier hinten steht und dann nach vorne geht. Weil du kriegst den Knockback, der ist auf Range, diesen AOE, ach so, den er okay, castet. Den kriegst du doch nicht, okay. Ja, okay. Das würde ich vorschlagen. Jo, danke für die Taktik, war gut, dies Jahr da. Cool. Das Anregen war auch gut. Habt ihr schön gespielt. Mal die Marks. Gefühlt kein Damage gemacht hier. Nur am Bussen. Ja, ein paar Cooldowns. Das Problem war, dass wir ein bisschen zu nah dran standen am Midi-Camp, weil wenn dieses komische. Ja, wir wurden Baumer gekickt. Da kommt was. Ja, wirst du immer gekickt. Also das Midi-Camp stand zu nah und zu weit. Dann können wir uns nicht hoch teleportieren, wir müssen jetzt wieder hoch. Müssen wir jetzt hoch? Müssen wir jetzt nicht rüber? Wo können wir denn hin als nächstes? Dann müssen wir nicht da lang. Nee, ich wollte sogar sagen, wir müssen doch jetzt zum Endboss. Wir müssen jetzt zum Endboss. Wo vorher die Grab gesperrt war. Wie, es geht doch weiter? Na, also wie gesagt, das, was du gerade sagst, Martin, ist das, was ich davor als Verbesserungsvorschlag gesagt habe. Dass du dich einfach weiter hinten stellst, dass du nicht genockt wirst. Okay. Ja. Es verringert ganz, ganz viel Incoming Damage, weil der Boss macht eigentlich gar keinen Schaden. Ja, wir können uns eigentlich sogar wirklich mit dem Rücken an die Wand stellen und diejenigen, die den Debuff haben, ne? Ja, okay, geh nach vorne, doch. Also ja, ist halt ja, doof für den Melee, also in dem Fall, wenn ich das... Würde Frage, was ist mit dem Eingang, Durchgang da unten, bei dem Bossroom? Tür, die da jetzt offen ist? Da ist eine Tür aufgegangen? Ja, da war gerade eben, also war da jetzt wo der Gang da markiert ist, war vorhin noch diese Dinger drauf. Ja, stimmt. Das ist okay, dann lass mal hin. Da, wo ich gerade pinge. Ja, dann gucken wir uns das auf jeden Fall an. Kann man da jumpen? Lieber ja, ich kann da durchjumpen. Nee, da sind ich möchte euch die Buffs nicht wieder gehen. Ja, und? Aber trotzdem jumpen. Ich kann wieder kein Chargen. Wir sind ja noch gut in der Zeit. Riga kann Chargen, Mage kann Slowfall, Priest kann Levitate, zwei Bobs. Katzenfall, landet immer auf ihren Füßen. Schurke halt auch. Was? Levitate. Dann geh wieder ins Bett, ey. Wann braucht man das mal? Bending Grace, oft im PvP, im Arati.
Ja, das stimmt. Ja, man stirbt eh nicht, ne? Ich chappe. Ne. Bob auf Glory Hammer. Dankeschön. Eieiei. Ich glaube, bis zum nächsten Boss wieder ready. 3 Minuten und so. Ich habe auch meine Rune vergessen zu wechseln, mein Boss. Ja. Für mich ist das der angenehmste Boss bisher gewesen, muss ich sagen. Ich kann nichts machen. Ja, wie viel Schaden hat Glory gekriegt? Eigentlich nicht viel, aber ich bin halt immer low gedroppt, weil die gekickt waren. Der also könnte man in zwei Händen tanken? Ja, kannst du. Hundertprozentig. Ja, ich habe halt 2000 Armor weniger als Glory, ne? Ungefähr, also ich weiß nicht, was Glory hat. Jetzt soll ich natürlich mit... Das ist wieder ein reiner AOE-Fight. Ich hab also keine Aura. Nee, ich hab Holy Aura an. Ja, ich hab 4000 Rüstung jetzt. Ja, ich hab 2600, das ist egal dann. Mache ich notfalls da Aura an, dann habe ich auch 3200. Aber wie gesagt, dann macht ihr keinen Right-Click, damit stirbt. Das Einzige, was mir Schaden macht, eigentlich war der Knockback. Okay. Wäre mal interessant zu wissen, ob dieser Knockback, wie weit halt die Range von dem ist. Ich würde sagen 25 Yards, weil ich bin eben mal mit Absicht ein Stück weiter nach hinten gegangen und wurde nicht genockbackt. Okay. Deswegen sage ich, wenn du dich relativ weit hinten hinstellst, also das fände ich jetzt so relativ easy, wenn man das so spielt. Boah, der Boss wird die ganzen Melee-Setups richtig nerven, ey. Er zwingt dich ja quasi dazu, mehr Caster zu spielen. Nö, du kannst ja auch alles Melee spielen. Achtung, Part von oben, mit einem Alarmbot. Den Alarmbot ist da nicht. Sehr schön, Alarmbot. Oh, hier kommt, glaube ich, ein bisschen mehr Trash Damage. Ah, sind die Minentypen. Ja, die Minentypen waren auch schon im normalen Spiel scheiße. Aber ich glaube, prozentual gesehen zu dem hier haben sie trotzdem viel mehr Schaden gemacht. Zieh mal von den Minen weg. Ja, wir machen hier hinten noch im Range Cap die Mobs. Versucht also auch noch Mobs. Kann ich die auslösen? Wie löse ich die denn aus, die Mine? Die mal kaputt machen. Primer. Ja, du kannst auch nicht drauflaufen. Also eigentlich gehen die auch immer drauflaufen kaputt. Ehrlich? Ja. Wisst ihr? Sind alle schon kaputt. Ist ja lächerlich. 400 Damage machen die? Im Normalen haben die dich fast gewonnen. Ja, wenn da mehrere Minen. Ja, die haben auch 400 Damage gemacht wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Also komplett undertuned der Raid, ne? Oder wir overtuned. Aber sie haben ja gesagt, Raid hoch zu tunen, haben sie gesagt, wäre schwieriger als ihn runter zu tunen. Ich hab BWL-Mana, ich hab fast 5k Mana. Nicht oder? Das ist total, ja, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Was? Ja, eher eine Lachnummer hier. Bisher. Ja, eine totale Lachnummer. Der letzte Boss könnte jetzt nochmal. Die Nashali, glaube ich, ist auch kein Problem, wie ich das gesehen habe. Letzter Boss vielleicht. Man muss Bones halt mal richtig aufpassen und nicht einfach random schießen. Ja. 15 Sekunden oder wie viel haben wir zwischen den Kills? Ich glaube 15 hat's geheißen, ja. Kann man ja schon mal nebenbei erklären, hier passiert eh nichts. Also nächster Boss sind 4 Mobs. Da wird die Sierra mittanken. Wir haben ein Schaf. Das Schaf macht einen Knockback, sprich da dürfen keine Milis ran. Das muss von den Rangers gefokust werden. Nicht getötet, aber down gemacht halt quasi, weil die müssen, wie die Sierra gerade gesagt hat, innerhalb von einem gewissen Zeitraum sterben. Dann, ich denke, das Eichhörnchen und das Huhn. Das Eichhörnchen macht einen AOE, glaube ich, ne? Ja. Und das Huhn legt ein Ei, das müsst ihr fokussen. Also ich denke mal, das reicht, wenn die Milis dann da drauf gehen. Glaube, ich muss hier doch ein Schild anziehen bei dem Trash. Nee, ich heile nicht gerade. Ich trinke.
Spellreflekt. Und dann haben wir noch einen Drachling, den Tink Tisera. Der macht einen so einen Feuerstrahl-Cone quasi. Da müsst ihr rauslaufen. Meint ihr kicken eigentlich? Nee, ne? Hat die nichts gesagt, also denke ich mal nicht. Dann lasse ich Exorzismus drin und nehme keine Kick-Rune. Ja, ihr könnt dann auch schon die roten Knöpfe drücken. Ihr kennt die vielleicht aus dem normalen Gnomenregan. Die machen euch ein bisschen Schaden, aber geben euch Mana zurück. Yay, Mana! Und das war's eigentlich. Ne? Wir müssen ein bisschen gucken auf den Damage, was wir auf die machen, dass die alle gleichzeitig sterben. Weg vom Schaf. No. Müssen wir die Teleporter hier aktivieren oder was sind diese Zahnräder? Ich habe ihn schon aktiviert. Achso, wenn es grün ist, ist es aktiviert. Okay. Bei uns ist weg. Wie immer. Und ich würde sagen, wir spielen einfach so, dass alle Rangers am Anfang auf das Schaf gehen. Und hört ja dann einfach bei 10% auf das Schaf zu gehen. Ich weiß auch nicht, ob wir den Drachling zu den anderen Mobs dazuziehen sollen, zum Huhn und zum Eichhörnchen. Weiß nicht, wie mobil der ist, das gucke ich mal. Ja, ich glaube, der castet Firebolt. Ne? Ja, ich glaube, der castet eh Firebolt. Gut, ich kann ja die anderen theoretisch in den Drachen reinziehen. Nee, ich glaube, ich mache da alleine erstmal Schaden drauf, ich penetriere den ein bisschen. Okay. Und dann gehen praktisch die Milis, fokussen das Huhn zuerst. Wenn das Ei spawnt, Bobt ihr aufs Ei oder Spears bobben aufs Ei. Die Rangers machen das Schaf. Wenn die Rangers das Schaf haben, gehen sie mit auf das Melee-Target. Das sage ich dann an, was wir gerade machen. Und alles erstmal 10%. Dann gucken wir mal. Ist dann nicht viel, ne? Wunderk, also okay. Wir marken die vielleicht auch mal. Oder auch Symbol sagen können. Also alles klar soweit? Das Schaf läuft, glaube ich, auch random dann irgendwie rum oder hat halt dann an die Rangers Agro, ich weiß nicht genau, ob random Agro oder dass auch die Rangers dann läuft. No. Ready check und schauen wir mal an. Ich muss noch unschauschen. Sekunde. Oldtimer. 5, 4, 3, 2, 1. Das Ei fokussen. Breath incoming. Breath aufs Range Camp. Okay, das Schaf ist random, weil das hinläuft. Nur noch einmal ein bisschen rumziehen. Das legt gleich wieder ein Ei. Ei. Immer kein Ei, hat noch was anderes. Das Schaf hat ein Reflection, Achtung. Move neu. Lame Breath wieder Range Camp. Ziehen und ziehen. LOH ist raus. Warum läuft das Eichhörnchen auf dich? Weiß ich nicht. Breath incoming. Der Reflection ist. Würdet ihr euch mit dem Reflection oder? Wie heißt der Drache irgendwas mit BD? STX-04/BD. Jo, Alter, muss auf jeden Fall ein Schild anhauen. Der haut mit 1300 zu. Ja, okay, so ein Ding hatte jetzt hier. Cold hatte Agro, ne? Das war ein Problem am Anfang. Schild anziehen. Und war so ein Bounce gestorben? Hat sich selber genugt, oder? STX, zerfetzte für STX 13, zerfetzte für Kabelung. Viel habe ich reinbekommen. Aber das auch ist der Reflect. Aber auch, ja, ich glaube, das ist das Schaf.
Ja, der Schaden wird aber auch für zerfetzte Verkabelung von STX-04BD. BD ist der Drache. Genau. Bist dein Breath gestanden. Da ist aber zerfetzte Verkabelung, Naturschaden, kein Feuerschaden. Also anscheinend machen die alle irgendeinen Reflekt oder so, kann das sein? Also ich habe nur auf dem Schaf gesehen jetzt. Also keine Ahnung, der Damage war auf jeden Fall krank, den ihr gekriegt habt. Ja, wollte ich gerade sagen, ihr habt wirklich viel Damage bekommen. Irgendwas ist da mechanisch technisch falsch, was wir machen. Definitiv. Ja, es war am Anfang das Problem, dass also bei Mainz bei Mobs hat er Code die Agro am Anfang gekriegt, das war halt schon extrem kacke. Also ich habe nur Melee-Swings gekriegt von dem Drachen und der Drache haut halt richtig hart in die Fresse. Ich habe 6000 bekommen von dem. Ja, der macht 1000 an mir. Halt. Achso, der Drache macht 1000 im Auto-Hit. Eye-Focus war auf jeden Fall gut, kann man sagen. Alter, der hat ja wirklich, hat ja richtig aufs Maul gehauen, dieses Scheißviech. Der Drache, ne? Ja, aber richtig. Ja, ja. Nee, er zieht ein Schild an, alles gut. Ist doch kein Problem, ich habe zwei Händler gezeigt. Ja, ich bin halt. Nee, ich war halt auch am Anfang ein bisschen über die Damage-Aufteilung verwirrt. So, ich habe mich halt krass gewundert, dass Colt die ganze Zeit so viel Damage gekriegt hat. Du kannst halt aber besser war nicht AOE, seine Schuld. AOE tanken mit Tipper für die zwei Mobs und ich bin halt eh tanky geskillt, weißt. Vielleicht wäre es sinnvoll, das einfach zu switchen. Wir können machen, mir egal. Dass ich den Drachen einfach nehme. Glaube ich, wäre dann tatsächlich sinnvoll. Ja, da muss wer von euch hat mehr Leben? Keine Ahnung. Ich hab 3,3k. Ich hab 2,8k, aber ich hab keinen Kings. Ich auch noch nicht. Was will denn so viel mehr? Ja, okay, dann nimm du die Glory bitte. Dann ist auch, sinnvoll. Ich nehme den Drachen und du nimmst Chicken und Eichhörnchen. Du tust dich ja auch leichter, die am Anfang beide fest zu haben, denke ich. Ja, dann muss ich noch kurz Rune ändern. Zack. Und so, die Rangers müssen bitte scharf aufpassen, man Reflektor switcht halt. Und das Schaf hat halt schon ein komplett random Agro. Das muss man immer aufpassen, wo das hinläuft. Vielleicht das hat uns halt das auch ein bisschen getroffen, ich weiß nicht. Super slow. Können wir noch mal kurz über die Aufteilung ist? Und das Schaf ist ja relativ slow. Weil ihr standet relativ weiter hinten. Ich weiß nicht, inwiefern wir uns da so weit entfernen wollen oder ob wir hier in dem vorderen Bereich spielen wollen. Ja, komm auch mal an. Na, also ich habe mich jetzt hier links an die Wand gestellt. Ja, das passt. Ich gehe mit dem Drachen dann nach links, das passt. Dann gucken wir, das Schaf tüttelt da ein bisschen rum und ich würde mit die Ads, also das Huhn und das Eichhörnchen ein Stück hierher ziehen, dass die Healer ein bisschen hier nach rechts gehen können, weil da ist gleich ein roter Knopf. Also praktisch Healer stehen hier hinten mit Rangers so ein bisschen, können von hier aufs Schaf ziehen. Wir Melees können uns hier hinstellen und Glory steht ein bisschen weiter hier links. Dass alle in Range sind, so würde ich vorschlagen. Ja, machen wir so. Der Aspekt ist noch an. Dann Glory, gib mir mal Light bitte, anstatt Wisdom, brauche ich nicht dann. Martin, ich wollte bis zum Pult mal warten, dass er sich erschreckt. So. Okay, alle sind bereit, Pull-Timer. Ich auch noch was. René, krieg ich auch noch STW. Erster Pull? 4, 3, 2, mit Tipia geht der 1. STW, glaube ich. Nee, ich geb ihm die. Ja. Ich hab doch Rettung drin bei mir im Palipower. Hi. Breath auf euch, geht weg. Achtung, Breath. Getroffen. Ei. Stop attacking. Reflect auf Schaf. Breath incoming. Breath. Breath auf euch, Range Camp, weg.
Glory, du bist aus der Range. So, ja, besser. Wieder Ei. Sehr schön. Breath auf Range Camp. Bitte bleib nicht stehen. Verteilt euch mal als Range Camp ein bisschen. Camp Bubble. Anregen auf Flash, bitte. Kannst du auch Knopf drücken, Flash? Hab ich schon. Wir müssen ja mal Range, Millicamp muss ein Stück moven. René, brauchst du es, weil du hast auch kein Mana mehr, sehe ich gerade. Ja, gib mir mal bitte. Ich laufe, ich hab hier Graf am Arsch. Ah. Oh, der hat auch Spell Reflect jetzt. Breath auf Branch Camp. Ich hab Agro von dem Ding hier. Ey, ich bin tot. Ja, vom Eichhörnchen. Ich bin auch. Wie waren wir denn vom Schaden? Naja, zwei waren schon ziemlich low. Wir haben noch nicht mal 50%. Ja, Schaf war auf 35. Mein Drache war auf 70. 20 auf dem Eichhörnchen, so schlecht sieht's nicht aus. Wo kann denn viel Schaden jetzt, was vermeidbar ist? Also die beiden Dinger hauen relativ hart zu. Was macht denn dieser Volley von dem Eichhörnchen? Weil die BM sagt ganz, dass wir das kicken. Widget Volley. Kann man die nicht fokussen, dass ein bisschen Damage rausgenommen wird? Du musst die innerhalb von 15 Sekunden alle töten. So. Alle. Ja. Mhm. Gut, dann versuch mal das zu kicken. Also das ist halt so ein Melee-AOE, was der also, macht. Ich habe halt nur Melee-Swings Damage taken, ich habe nichts anderes. Ich war in einem Kampf die ganze Zeit über 300 HPS, Alter. Das ist nicht normal, da muss irgendwo Damage rausgenommen werden können. Keine Ahnung. Also wir haben beim ersten Pull 50k geheilt und jetzt sind wir knapp an der 80.000, also... Ja. Das ist schon sehr, sehr viel. Na ja gut, ich kann nur sagen, ich habe einmal gefällt und habe vom Schaf den AOE gekriegt. Ja, dann hat die Midi-Gruppe auch einmal, weil ich nicht schnell genug wegkam. Okay, dann müssen wir wieder besser gucken, die Serie. Ja, ja. Und guckt mal, dass ihr als Range Camp bitte nicht so aufeinander steht. Verteilt euch richtig schön, da nur einer moven muss beim Breath. Ja, bringt nicht alle den Breath dann. Da haben auch immer Leute den Breath, ich hab's einmal nicht angesagt auch, aber da haben auch immer Leute den Breath abgekriegt. Und der macht sehr viel Schaden tatsächlich. 500 der macht Breath der. Geht aber der nicht Breath ist nicht so schlimm, Zeit. Tatsächlich. Der ist begrenzt, ne? Also ich bin zum Beispiel im Breath drin gestanden, war aber weit genug weg, dass ich kein Damage mehr von ihm bekommen habe. Ja, René, aber du sagst, okay, 500 Schaden, aber sagt, ihr müsst so viel heilen, also 500 Schaden halt 500 Schaden, die ihr nicht heilen müsst, wenn man rausgeht. Ich verstehe nicht, wie ihr beide so viel Damage kriegen könnt. Ich kann extrem viel Schaden machen. Und ich bin jetzt Tank geskillt, also. Wir können auch nochmal tauschen, weiß ich nicht, wenn die anderen doch mehr Schaden machen. Nee, aber könnt ihr nichts unterbrechen oder kicken von den Viechern? Ich kann nichts. Der macht ja nur Melee-Swings mit der Drache. Ich krieg auch nicht nur. Unterbrechen. Okay. Ich krieg auch nur Melee-Swing-Damage. Muss man den vielleicht kiten? Der kiten macht gar keinen Sinn. Wenn die alle innerhalb von 15 Sekunden sterben müssen. Wieso? Kiten, so lang bis die anderen low sind und dann ihn down knüppeln. Dann kann doch ein Tank übernehmen. An M-Kiten nicht wirklich Aggro aufbauen, ne Bones? Das musst du auch mal sehen. Ja, vielleicht muss er gar kein... Entschuldigung, ja. Das ist schon schwierig genug so da gegen zwei Gegenseiten. Wenn Cookie und Coulter gleich mit Blur Flurry und allem reinhauen. Also ich kann natürlich schon versuchen, hier aber auch Swiftness Potion, ich kann versuchen, den Drachen zu kiten, um da Damage rauszunehmen. Naja, mach das nicht, dann läufst du aus der Reichweite von der Flamme, dann kriegst du einmal keinen Heal und bist tot. Naja, machen wir nicht. Oder ich würde es nicht machen. Nee, nee. Ist der sehr... Aber es ist Physical Damage, was der macht, ne? Überwiegend. Ja, ist alles Physical. Was war denn jetzt gefühlt mehr Damage? Die zwei Eichhörnchen und Ding, oder macht der Drache mehr Schaden? Ich sollte das halt Tank wahrscheinlich, was mehr Schaden macht. Der macht Tausender Swings, ne? Also, dass die anderen machen so
Die machen so 300. Und der Drache hat an mir 1000 gemacht, aber ich hatte kein Schild an, ich kann nicht den Vergleich sagen. Also ich denke mal, die machen ziemlich gleich viel Schaden, ob du nun die beiden hast oder den Drachen. Ich krieg 340er Swings durch den Drachen. Also der NB, ich weiß nicht, wer NB ist. NB ist, glaube ich, das Eichhörnchen. Ja. Der macht 250 und CN macht, keine Ahnung, der hat mich viermal in Folge gekrittet, fünfmal gekrittet, sechsmal gekrittet, siebenmal, acht. Der macht 300. Ja, pass auf, was spricht denn dagegen? Ich kann doch theoretisch eigentlich den Drachen und das Eichhörnchen nehmen. Nee, der auf Dauer auch nee. Ich brauche zwei, damit wir dran cleaven können, die Milis cleaven können. Sonst fehlt DPS. Bringt auf Dauer auch nichts. Na gut, also ich weiß nicht, was dann. Also ich sehe nicht, dass was falsch gespielt wird, außer dass halt ich einmal gefällt habe mit dem Schaf. Ich würde gerne noch mal gucken, dass du mit dem Drachen hier vorne dann dich hier hinkommst. Ja, ich musste halt weglaufen, weil das Schaf dann mich ewig verfolgt hat. Genau, wir dann auf die andere Seite. Ja, das haben wir jetzt ja gemacht, oder? Genau. Ja, nur dass die Rangers praktisch mehr in der Mitte stehen. Oh. Weil wenn das Schaf da weg ist, dass sie verteilt stehen hier. Dass wir nicht alle moven müssen permanent. Na, wir Milis stellen uns wirklich hier relativ an Anfang, wo ich jetzt stehe ungefähr, versuche ich sie hinzuziehen. Und dass die Rangers sich da ein bisschen aufteilen. Ich würde sagen, wir versuchen das einfach nochmal. Ich fand nicht, dass es so schlecht ausgesehen hat. Ja, okay, gut. Ja, von wem kriege ich jetzt hier noch Segen der Weisheit? Weil der Dauer fällt doch hier doch länger. Von also Irina hier, die Eule. Du hast das falsch eingestellt, René. Du musst. Ich hab das nicht eingestellt. Ich hab das nicht umgestellt. Ich hab da nichts umgestellt. Du buffst Wisdom auf Druiden. Und buffst Wisdom auf Sharina und Salvation auf Dibble. So, Sekunde. Ich denke halt schon. Aber er hat doch jetzt schon Wisdom. Ja, er hat Wisdom. Ich denke halt schon, dass das einfach ein heiler intensiver Kampf ist. Deshalb gibt es auch die Mechanik mit dem Mana zurück von den Knöpfen so. Okay. Hat man halt noch einen Debuff und kann ich es aufdrücken, wenn man will. Okay. Kann man jeden Knopf drücken? Oder nur einen? Du kriegst einen Debuff für 20 Sekunden, dann kannst du keinen weiteren Knopf mehr drücken. Dann musst du halt schon zeitig drücken, wenn du gleich gerne viel Mana zurückgekriegt. Ja, 10%. Dann kannst du gleich drücken, wenn dir 10% fehlen einfach. Oder? Da kommt aber mal bitte auf die Seite mit den Viechern, weil dann kann ich mich wenigstens an den Knopf stellen, ohne dass ich einmal quer darüber rennen muss. Was bewegen kann. Ja, wir stehen hier und Glory steht da hinten wieder in seinem. Und ihr könnt doch hier. Ja, aber guck, wenn ich dann rübergehe zu dem Knopf und mir mein Mana hole, dann bist du out of range. Die Rangers und Heiler stehen hier. Wo die Mobs jetzt stehen, ungefähr. Ja. Ja, aber ich kann nicht laufen in dem Kampf. Dann stell dich hier in die Ecke. Stell dich hier in die Ecke von dem Ding, passt doch. Ihr müsst eh verteilt stehen, ihr sollt nicht knubbeln. Okay, gut. Okay. Waren jetzt alle bereit? Ja. Okay, Pulltimer. Bibel braucht noch SDR von dir, René. 4, 3, 2, warte. Ja, kann ich nicht mehr chargen. Resist, don't resist. Yep. Yeah. Breath and come. Breath, auf Shenina. Warum macht das Schaf. Okay. Das Schaf Silence etc. Wie sind die Leute gestorben jetzt? Ich bin schon. Wurde initiiert. Wurde gesilenced. Achso. Okay. Ja, legt euch ab. Interrupt. Also, ihr müsst auch den Pull. Wenn ich nicht reincharge, laufe ich dem Scheißviech erstmal hinterher. Der Pull muss sauber sein. Und die Sierra wird eh sein Schild reinwerfen, ne? Ich hab instead Exorzismus, ich hab kein Schild. Achso. Weil wenn ich ein Schild werfe, habe ich von allem Akku, das kriegst du nicht wieder so schnell. Ich spotte doch.
So wie eben. Ja, war halt nicht eben. Nee, ich mache einen mit Judge und einen mit Exorzismus. Naja, also spielt den Pull bitte sauber. Es ist hier heute keine Loks oder sowas zu fahren. Ich check halt nicht, warum meine Holy Lights so wenig durchgegangen sind. 800 plus 9%. Das macht gar keinen Sinn. Da ist es für dich als Healer einfacher. Ich meine, ihr müsst ja als Range Camp, du kannst ja vielleicht zwischendurch immer einen Schritt machen, wenn du ein neues Schild verteilst oder so, dass du am Anfang stehen bleibst. Ich weiß nicht, was für dich sinnvoller ist. Wie viel Mana-Probleme glaubst du, hast du in dem Kampf? Wenn wir jetzt, also wenn wir jetzt annehmen, dass wir bei 50% waren. Ein bisschen weiter. Keine Ahnung, ich muss halt früher potten dann. Wir werden es sehen. Das ist halt auch noch ein bisschen RNG-abhängig mit dem Crit. Man kommt viel Damage außer auf die beiden Tanks rein? Ja, es kommt schon regelmäßig auf jeden. Eigentlich also es ist ja nicht umsonst, dass wir 80k heilen. Also es ist schon eigentlich bekommt kein anderer Schaden außer den beiden Tanks. Nee, stimmt nicht. Das Eichhörnchen macht eine Melee-Cleave. Knopfdrücken gibt auch Schaden. Aber es hat jetzt nicht so... Okay. 500 macht das, oder? Insgesamt. Das ist nicht das Problem, sondern auf euch ist so viel Schaden. Ich habe nur Schaden bekommen, als der Tank gestorben ist. Okay, normal macht das eigentlich gut, habe ich noch nicht gemacht, wir sind ja diesmal auch sehr schnell. Ich dachte, das macht den nur nach vorne. Ich weiß nicht, was ich guckt habe, hat es geheißen, dass das auf alle Milis geht. Okay, das ist auch egal, das ist nicht so groß im Regelfall. Na gut, ich sehe nicht, dass wir was anders spielen aktuell können. Ich würde es einfach jetzt nochmal versuchen. René, sonst stell dich doch schon viel weiter rein, dass ihr gleich anfangen könnt zu heilen. Und wenn das zu weit weg ist, wenn ihr da an den Knopf müsst, dann musst du dich ein bisschen weiter hier reinstellen, Glory. Ja, das Problem war gerade was anderes. Ich habe noch nicht ganz gecheckt, weswegen das gerade passiert ist. Das Schaf hat um sich rum ein 10 Meter, also ein 10 Yard Radius. Niemand steht in 10 Yards Range von dem Schaf. A macht das abartig viel Schaden und B gibt es Knockback und Silence. Der Drache castet den Flame. Ja, okay, dann war es der Silence. Ja, dann war das hat der Pet das Pet von Bones das vielleicht ausgelöst? Weil der stand nämlich dran am Schaf. Geht das? Das Pet von Bones darf niemals auf das Schaf. Kein Melee darf auf das Schaf. Ja, dann war es das, was uns gerade eben gewiped hat. Das ist jetzt wieder eine neue Information, aber... Gut, Bones, nee, dann die ganze Zeit geheißen, keine Melee an der Schaf. Bones, dann schießt du mit auf die Melee-Ads. Ja, das kann ich machen. Weil du hast alles bestimmt gemakrot mit Start-Pet-Attack. Ja. Schieß nein, einfach mit auf die Melee-Ads. Passt. Dann charge du rein, dann mache ich danach. Breath incoming. Breath auf Range Camp Heiler, Achtung. Also gerade ist irgendwas auf mich geflogen gekommen, was mir 500 Damage gemacht hat. Füße. Alles. Von NB. Schraubenschlüssel. Ja. Ihr müsst vom Schaf weg. Das Schaf. Sharina und Mayhem. Stop attacking. Hier gibt's doch was zu kicken.
Ja, dann kickt das einfach. Ja, hier Gerätesalbe, hallo? Vom Eichert. Nochmal. Kann das nicht kicken. Breath auf Minicamp. Ja, nee, auf Bones noch. Und dann geh ich aufs Eichhörnchen, bitte. Ja, ich geh aufs Eichhörnchen dann. Auf mich, also bis hierhin kommt's nicht. Doch, du hast die Stacks, ich seh's. Achso, gut, ich bekomm's. Du hast Rocket Fire. Move Boss. Was ist das? Ist das Martins? Los, Martin, war das von dir? Nee. Von. Nee, was heißt von mir? Der, das ist komische, die Bubble da. Healer, rufen. Die Bubble macht das Huhn hier. Ah, okay. Muss den nächsten Kick holen. Ja. Stop attacking. Oder das anregen, bitte. Wir müssen Millicamp muss moven. Ich den nächsten. Ich hab eine Sekunde. Auf Healer moven. Alter, das ist schwuchtelscharf hier, Mann! Behindert? Wir kommen gleich wieder zu euch, wenn das Schaf wegläuft, aber das Schaf verfolgt mich. Ref auf Rangers, lauft. Martin, dann kannst du mit TP ein, ich muss ja mal kurz auf den Knopf. Komm ein Stück wieder ran. Ich hab Last Stand, wenn es ist, sagt's mir. Hier macht das Eier hier, Jungs. Eier, brauchen Eier. Mehr Schaden auf NB, mehr Schaden auf NB. Stop attacking. Ref, Range Camp. Ich muss Mana holen. Drück Knopf. Ja. Ciao. Ich kite mal kurz ein bisschen. Hi. Liebe Viecher, die sind ja relativ low, oder? Ja. Ref auf Rangers. Flash. Bones, schieß mal auf den Drachen. Ich mach Benchen auf den Drachen. Cole, du bleibst bitte auf dem Schaf, der Rest switch dann gleich nach dem Eimer rüber. Ich mach Schafstopp, das ist gleich 10%. Schafstopp. Drache jetzt, der ich mach den Drache, muss auf den Knopf drücken. Oh, ich kann. Aufpassen, mein Drache. Breath. Nee. Ich brauch Heal. So. Drache, Damage Stop, wie sehen die anderen zwei aus? Wir haben 8%. Ja, dann glaube ich, haut sie alle um. Wir haben das Ei hier noch, wir brauchen Milis. Rangers auf Ding, auf Schaf, go. Schön. Jetzt die anderen zwei noch, komm, haut sie weg, go. Schön. Weg aus der Mitte, da kommt gleich der Boss runter. Den E-Sammel hier vom Drache noch, den Ed. Loot. Ah, wer sagt da keine Epics? Nice. Verdammt. Er macht nichts, geh sterben. Wir müssen alle im Kampf, wir müssen alle sterben. Sorry, ich hab Kosten an mich. Quatsch. Oder links, rechts ist auch noch Loot, dann ist es auch drin. Okay, also nur sauheal intensiv der Fight. Also wirklich, ja, was war das jetzt? 100k? Das ist schon krass. Ja, man musste aber noch was anderes machen. Ich krieg nämlich auch teilweise die Breath Stacks. Das kann ich auch anscheinend nicht verhindern. Und dieses Kicken von dieser komischen Salbe hat auch geholfen. Und da brauche ich dann eigentlich vielleicht ein Hunter-Pad, das mal reinspottet oder so, wenn ich so viele Stacks vor dem Feuer habe. Deshalb kriege ich teilweise so extrem viel Schaden. Ich hatte da 15 Stacks und dann mit Cooldowns ging's dann. Aber ja. Dann wir müssen vielleicht mal gleich für den ersten Boss verteilen, nur so als Nebeninfo, glaube ich, oder? Wir haben noch. Ja, Viertelstunde, 20 Minuten oder so. 22 Minuten haben wir noch. Ja, okay, dann lass einen Try spielen und dann noch mehr First Try jetzt. Gut, der Boss hat 4 Phasen. Phase 1 ist die Feuerphase. Da macht dann einen Flammenwerfer auf mich, da muss ich weglaufen. Das sind auch so Stacks, wenn ich zu viele Stacks kriege, dann bin ich wahrscheinlich tot.
kann natürlich auch dann reinspotten, um die Specs ablaufen zu lassen. Da können wir mit Hunter-Pad, sag ich dann bei uns. Da es kommen diese Bomben, die man auch schon kennt aus der normalen Version. Und diese Dinger werden aktiv, da müssen die Rangers gucken und die Bomben ausschalten quasi. Zweite Phase ist die Frostphase. Da verteilt der Boss Froststacks. Und je mehr Froststacks sind, kommen anscheinend umso mehr Schaden auf den Tank drauf. Die Stacks können dispelled werden, aber ich würde sagen, wir machen die mit Fabs weg, um Healer-Mana zu schonen und halt die Paladine mit ihrem Freedom. Grolas, du kannst shiften, Dribble shiften. Denke ich mal, das funktioniert. Dibble auf jeden Fall, Grolas vielleicht zu viel Mana. Muss man stehen, ja. Und die dritte. Ja, eigentlich ging es bis jetzt bis Mana bei mir. Die dritte Phase ist die Giftphase. Also das kann man auch immer jeder Phase die Bomben und die Bomben machen, je nachdem, was in der Phase ist, auch was anderes. Also in der zweiten, in der ersten Phase Feuerschaden. In der zweiten machen die auf dem Boden so eine Frostfläche, da rauslaufen. Was ist denn hier los? What the fuck? Was? Wir sind nochmal gestorben. Der Boss ist noch zu, der Boss ist noch engaged. Weil. Komm ich nicht da runter. Ja, was drin ist. Level bei sind uns. Wir gehen mal sterben. Wo war ich genau? Also, dritte Phase ist die Giftphase. Da macht er so einen Channel, den. Der kann gekickt werden, aber es wird keine Caspar angezeigt. Ja? Also, wenn ihr seht, irgendwie der Channel, dann bitte Cold kicken. Okay, auch mit drauf achten. Okay, auch am besten. Also genau. Die Animation bewegt seine Hände irgendwie, oder? Ja, ist wieder irgendwie. Man sieht es auf jeden Fall, aber du hast halt keine Caspar dann. Ja, das habe ich auch gehört. Genau, und dann die vierte Phase. Aber man kann auch gegenzaubern. Counterspell wird auch funktionieren, klar. Vierte Phase ist dann die Ultimate Phase, da macht er alles gleichzeitig. Also wer rappen muss, ihr könnt ja eh nie rappen bei dem Typen, der die Masken verkauft. Bei uns, ne? Du gib 8, wenn ich sage, dass dein Pet reinspotten muss, dann, ne? Bei welchem Typ? Ja, kann ich machen. Da drüben. Ansonsten vermeidet die Flächen auf dem Boden. Aber ich. Ja, nicht passt. Ja, ist egal, das kann ja auch zu. Also wird er kurz die Aggro kriegen, wenn er spottet. Ne? Ja, nee, das kriegt schon. Ich bin ja. Du bist ja Beastmaster, ne? Ja. So, wir schauen uns einfach mal an. Wie gesagt, die Rangers, schaut immer, verteilt euch ein bisschen, guckt, dass ihr die Bomben-Dinger ausmacht. Und wenn ihr drückt, kriegt ihr auch hier wohl weiterhin Mana zurück. Ne, hier können wir nicht rappen. Wo können wir denn rappen? Oder bei dem Badge-Vendor. Vorne, wo die Bastlerin heißt. Die. Wo die grünen Dinger da sind. Gearhead. Wo? Gearhead heißt sie. Hier beim Mond. Ich gebe ihm mal ein Zeichen. Lila Pimmel. Okay. So ein bisschen mit der Red aufpassen, weil wenn ich laufen muss, ne, aber dann sollte noch passen. So, dann buffen wir durch, spielen ein Try. Oder zur Not kann natürlich auch Dibble spotten. Wenn ich zu viele Stacks krieg. Lieber das Hunter-Pad. Ja, ist Damage auf jeden Fall besser. Wenn Dibble tot, kein Damage. Ja, stimmt. Warum fehlt mir Leben? MDW vielleicht? Nö. Links ist da. Der schaut. Schaut fehl, stimmt. Ein bisschen Buff. Der fehlt auch. Uns ist not ready. Ja, ich schaue nur schnell Marco fürs Spotten. Okay.
Fähigkeit. Ja, genau, sorry, Dibble. Moment. Passt, so. Hopp. Ja, Dibble auch gut. Glücklich? Ja, Dibble ist auch glücklich. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Was macht? Achso, ich kann den gar nicht Hallo holen. Hört erst, oder was? Okay. Scheiße. Alter. Ja, wusste ich doch nicht, ich bin auch das erste Mal. Nee, nicht zu dir, Alter. Okay. Ich hab grad alles schon gezündet gehabt. Ja, ich auch. Ich nicht. Bomben? Bomben-Dispenser ist aktiv. Achtung, mach die Bomben weg. Run. Muss weglaufen. Keep moving. Cookie, keine Agro ziehen davon. Kacko. Ich hab gesagt, Agro aufpassen, wenn ich laufen muss. Es geht ja euch echt nicht um Loks heute, Leute. Leute, du stehst direkt unserem Bomben-Dispenser. Ja, hast du recht. Hab ich? Ich nicht. Ich kann nicht, jetzt musst du irgendwer anders drücken. Ich hab noch einen Dieber vom letzten. Glück. Jetzt laufen, Achtung. Keep moving. Brauch hier drüben noch einen. Petspot. Petspot? Ja. Ja, ist grad, jetzt hat gespottet. Lass meine Dinge auslaufen, meine Stacks. Ich kann nicht drücken, ich hab Debuff. Ich hab auch noch Debuff. Wir haben noch so viele Stacks, wenn ich spotte. Okay. Komm, ohne Swiftness-Pot komme ich nicht weg von ihm, wenn er diesen Flammenwerfer macht. Ryan. Keep moving. Oh. Ah, jetzt hat jemand. Jetzt haben wir es wenigstens gesehen, so dass es ja, komplett chaotisch, diese Scheiße. Verteilen wir jetzt erstmal Loot vom ersten Boss. Ja, ersten und zweiten würde ich machen, danach okay. Haben wir wieder Zeit. Und vielleicht dann noch den Meuteverprügler, damit Dibble auch glücklich ist. Ja, Dibble hat ja die beste Slotwaffe schon, ne? Achso, ist Meuteverprügler nicht besser? Mhm. Ja, kriegst auch SDR-Cookie. Leute, kurze okay, Frage, lustig ja? Ist... Nee, ich hab ihm auch Light gegeben. Achso. Du kannst mir eigentlich auch SDR geben. Ja, gib allen SDR bitte. Ja, ich brauch Wisdom eventuell zwischendurch, deswegen. Aber gib mir SDR. An die Caster, wir müssen uns besser im Raum verteilen. Wir drücken, dass mit die Bomben schneller kommen. Dann vielleicht auch irgendwie, wenn wir ein CD haben, dass wir pingen dann auf der Karte, damit dann Milis drücken können, weil der geht einfach 60 Sekunden, glaube ich. Der ist doch rein theoretisch, ist doch dieser Scheiß, ist doch einfach nur den Knopf an dem, wo die Bomben rausgeworfen drücken, oder? Ja, die roten, aber du kriegst ein CD. Kannst du ja, 60 Sekunden nicht viel draufdrücken. Wir können als Mili da auch mit draufdrücken, ne? Ja, meine ich ja, wir müssen das daneben. Und einfach mal ein bisschen Augen auf als Mili hier. Bisschen moven. Jetzt nicht stumpf Tasten drücken. Nee, Tidro lohnt sich nicht. Geht, glaube ich, gar nicht. Also, über das Ding kriegst du keinen Ruf mehr. Über Level 25. Alles klar. Wie verhält sich der Boss, wenn er den Feuer-Debuff verteilt? Weil der hat sich ja mal random umgedreht. Also, ich hatte auch keine Agro. Also, muss ich dann einfach mich entfernen von dem Boss? Ich glaube, das kannst du nicht verhindern. Weil wir haben alle auch immer, also, Milis kriegen auch immer den Debuff alle dann. Oder waren wir sind wir in Flächen gestanden oder was? Von den Bomben? Ja. Natürlich. Aber ist das wahrscheinlich? Ja, der hat sich halt umgedreht und einen Flammenwerfer. Also wir machen mal Loot, die ersten zwei Bosse. Loot. Wo ist das Mayhem hier? Mach mal die ersten drei, mach mal den MCP mit. Nein, ich kann mir die ersten vier machen, bis
Also den Epics. Würfeln Sie. Der ist doch strong. Der ist super strong für Schurken, ne? Gib mir da Bock! Dann geht's Z. Ja, gibt's Cold. Nee. Weil ich würde wahrscheinlich auf den Kolben würfeln und wenn ich den kriege, dann finde ich es unfair, wenn ich zwei kriege. Dann geht's Z Cold. Hit Z. Hit Z. Das Buch. Allein schon für einen Namen, genial. GZ Flash. GZ. Danke. Eine Armbrust. Bones kriegt endlich seine Armbrust. Das ist ja auch noch eine Schusswaffe gedroppt, ne? Die andere ist zu schnell, ich brauch die nicht. Ja, das ist die beste Loot für Schurken. Also ich will jetzt nicht alles aufstauben und so weiter. Cookie ist für dich doch nicht auch, oder? Naja, es ist keine Stärke, oder? Aber was? 8 Agi? Für Vorhau ist ja auch sehr gut. Eigentlich die mit der Attack Power. Achso, okay. Ja, dann wenn es für Schurken Biss ist, dann geht's halt. Geht's halt Gold. Ja, dann halte ich mich jetzt mal zurück. Geht's halt. Ah, danke. GZ Mayhem. Ja. GZ. Mayhem. Die sind aber hässliche. Dann einmal den hier. GZ. Willst du den echt haben? Okay. Ja, guck mal den On-Use-Effekt an, Mann. Wir haben den Mob hier, der gespawnt ist. Die Frage ist, Dibble. Behältst du den an? Ist der besser als dein Kolben, den du jetzt hast? Den haben die Feral-Druiden mit Stufe 60 gefarmt, um zu benutzen. Ich Nein, schon, haben sie ist... nicht. Haben sie nicht. Weil nur wenn der On-Use-Effekt ist, es gab Denkreis, es gab keine AP auf Waffen. Das ist Was? Die Frage. Es Na, gab denke, keine AP. Also ich würde den behalten, er hat 30 insgesamt Stärke plus Beweglichkeit, das ist mehr als auf den anderen. Und der Effekt ist halt einfach nur abnormal. Ja, dann gib ihn erstmal Dibble. Weil, also mich, da musst du nur gleich einmal was für mich ausprobieren, anziehen, ausziehen und gucken, ob du den Buff hast. Mach mal bitte jetzt. Weil daran entscheidet sich, ob die Waffe scheiße ist oder ob sie neat ist. Geht's halt, Dibble. Danke. Und dann haben wir die hier noch einmal. Nimm ich Krüger hier. Let's go. Die wird Glory auch wohl haben. Ja, natürlich. GZ. Na dann zeig mal, wie sehen die aus? Ganz vernünftig. Die sehen scheiße aus. Sehen alle Lederer einmal würfeln, bitte. Die sehen wirklich nicht gut aus. Ich nehme die hier dort Schulter wieder. Also wenn du Waffe wechselst, ist er weg, der Buff. Ja, okay, Rollers würfeln. Ja, dann ist die Waffe scheiße. Dibble, hast du auch Lederer? Ich habe auch Lederer, aber das... Sieht nicht so toll aus, deswegen passe ich. Das könnte für den Kopf, ne, für die Kopfquest sein. Deswegen. Und dann ist es wahrscheinlich auch für den Caster. Ne? Aber er kann es auch für alle herstellen, von daher. Achso, ja gut. Ja, stimmt. Das gibt's immer. Die Schusswaffe ist dann wahrscheinlich die Koki noch haben wollte. Ja, Bones? Nee, die ist zu schnell für Bones. Gibt's immer Koki, ist okay. Koki? Das verrollt hier, Alter. Mit dem Epix warten wir dann jetzt noch, weil ich hoffe, wir legen den noch da. Klar legen wir den noch. Ja, ich muss noch buffen. Okay. Vielleicht mal ein bisschen auch einteilen, wer wo welche Knöpfe drückt, dass wir ein bisschen Verteilung haben. So, ich gehe mal links rum. Aber ist ja random auch, wie die aktiv werden, oder? Ja, aber man kann sich ja einigermaßen... Ja, ja. Ich meine, dass jeder mal zwischen zweien steht von den Castern. Genau. No. Also, Bones, das wäre. Wo ist denn Bones? Ja. Hä? Ich muss noch einmal durchbuffen, Sekunde. Ich stelle mich dann nämlich da vorne zwischen die beiden, dass ich die beiden drücken kann, okay. Falls die aktiviert sind.
SDR, bitte. Ja, ich bin doch noch am Waffen, Mann. Dann ist die echt scheiße, die dann ist ja. ACP echt scheiße. Ja, wird schon gut sein, oder? Naja, wer sägt das Licht und SDR. Och, bitte, Alter, ich hab doch gesagt, ich bin am Waffen. Okay. 30 Sekunden lang 50 mehr Attack Speed für jeden Fight ist doch nicht schlecht. Ja, aber du wolltest ja als Paladin alle bereit, dann pullen wir. Ja, das ist. Ich glaube, wenn wir rein, dann muss ich hier zusammenbauen. 4, 3, 2, 1. Genau, L-Dibble steht, ja, genau. Vielleicht nimmst du L-Dibble, wenn ich mal nicht kann. Auf die linke Seite. Martin, komm mal hier rüber, bitte noch. Martin. Ja, genau. Geh mal nach hier, Martin, wo ich pinge. Genau. Da hab nur ich den Debuff gekriegt. Kommt die Bombe da hinten, macht aus da hinten. Schon gedrückt. Wieder in die Mitte. Vielleicht drei D-Stacks. Run. Aus weg. Keep moving. Um. Okay. Er ist gedrückt. Oh, renn mal nicht so, rennst du hin mit dem? Ja, ich muss halt weg. Ich kann mich nicht von dem Flammenwerfer treffen lassen. Bombe? Und? Da hinten? Ich kann nicht drücken. Ich auch nicht. Ich kann nicht wieder drücken. Er tötet die Bomben. Spot mal rein, bounce aus die Stack. Okay, ja, Ding muss laufen. Spotten? Nein, nicht, ich muss erst laufen, wenn das zu Ende ist. Okay, das war. Ja, das ist wahrscheinlich dein Pet vom Flammenwerfer. Anregen bitte. Das ist, ich hab extra Feuerimmunität geskillt. Sag mal, den Spawn wieder ready ist, ich muss mal den Debuff abstecken. Wir werden ja gleich fassen können. Jetzt hat wieder Rap Spot, ready. Spot. Ich hab noch einmal Bomben hier. Wir haben selbst noch Bomben, kann das irgendjemand euch deaktivieren? Keep moving. Das ist, glaube ich, Phasenübergang, oder? 70% hieß es eigentlich. Ja. Ja, macht, glaube ich, Phase. Es kommt die Frostphase. Er macht komische Sachen. Okay. Mana-Regen. Die Knöpfe geben kein Mana zurück, ne? Doch. Doch. Bei. Geben die. Die machen wir Schaden und Mana. Resist, alles Resist, Achtung. Abgeschossen. Bomben da hinten, das muss man drücken. Ich gehe. Ist hier jetzt schon eine Fab? Geht nicht weg mit Fab, die Dinger. Ne, Fab musst du ja vorher ziehen. Boah, jetzt, ja, ich krieg jetzt keine neuen zumindest. Ich hab gedrückt. Zieler Stand. Battle-Rats, Martin. Wir bomben hinter uns. Wieder Bomben. Ich drück. Oh, bin auch tot. Drei Bomben, vier. Progress. Hälfte von Phase 2 schon geschafft. Warum kriegen wir in der ersten Phase so viel Damage? Die Bomben werden viel zu langsam gedrückt. Ganz schön viele Bomben da, ja. Da müssen echt die Leute und auch die müssen getötet werden. Schneller, ja, deutlich. Ja, schneller. Ja, haben nicht so viel Ranges, ne? Und du kannst als Melee da nicht ran, das ist das Problem. Ja, aber wenn wir als Ranges die Dinger töten, dann muss auf jeden Fall Melee auch mal die Bomben aufmachen. Haben die gemacht jetzt eigentlich, ne? Ja, die machen nur ungefähr 1500 Damage, wenn wir die töten an uns. Töten. Nein, ihr müsst drücken. Knöpfe drücken. Achso, ja, das habe ich gemacht. So hoffe ich konnte. Ja. Elise müssen auch mal weg vom Boss und die Knöpfe drücken. Dann machen wir nämlich die Bomben kaputt. Hast du irgendeinen dieser Dinger überhaupt resistet? Glory? Nee. Also Feuer- und Frostriese-Aura nicht so effizient?
Also ich habe die Sprockets habe ich alle gekriegt und dann war es halt scheiße, weil ich dann den Spot gecallt habe als der Flammenwerfer, dann kam das Flammenwerfer gleich drauf. Muss halt die eigentlich mal abstecken quasi, dass ich nicht so viel Damage fresse. Und lasse natürlich auch die Heiler. Das war halt blödes Timing. Aber die Fab bei 3 Stacks ist glaube ich ganz gut, dann kriegst du ja keine neuen Stacks und die alten laufen aus in der zweiten Phase. Dann hätte ich nochmal, war es bei 75%, dann hätte ich nochmal 3 Stacks gekriegt, das glaube ich passt. Und dann alle Fabs ziehen bei 3 Stacks? Würde ich sagen, ja. Die Paladine können sich halt, oder vielleicht das mit Tipia Smartin sein Freedom gibt, dass der hier ein Ding machen kann, ein Mana-Pot. Ja. Bei Freedom reicht gar nicht so lange, da können die nicht auslaufen wahrscheinlich, die Stacks. Freedom hält nur 10 Sekunden. Na, das reicht nicht. Da müssen alle einen Fab ziehen. Ich meinte genau wann? Müsste mein Freedom skillen, vielleicht. Wie lange läuft der alle Wand? Wie viele Sekunden kommt der Scheiß? Weiß ich nicht. Aber es hat, als gesagt, hat genau gepasst mit der Fab. Habe ich den dritten gekriegt, habe die Fab gezogen und dann hat es genau gepasst, also. Er hält, glaube ich, 30, ne? Der Pell 30, genau. Also die, diese Fire Sprockets, glaube ich, habt ihr jetzt aber nicht gekriegt, oder? Die auch wieder gekriegt. Nur als er sich dann umgedreht hat mit dem Pad. Okay. Und auf Max Range stehen einfach auf dem bei dem Viech. Und du kriegst ja instant gleich 3 oder 4 Stacks, wenn er den Breath macht. Wann nehmen wir World Buffs? Naja, wenn wir erstmal, wenn wir alle Phasen mal gespielt haben, würde ich sagen. Falls ein Healer anregen, braucht von mir, kann auch sagen. So Mayhem anregen, Dippel oder so. 2 anregen für mich. Ja, vielleicht generell hier die anderen auf die Heiler und nicht auf Flash. Oh. Also Mana ist nicht mein Problem. Okay. Das ist, also jedenfalls bei mir jetzt. Bis zu einem gewissen Grad. Ja, der Output ist das Problem. Aber ja. Ja, du warst doch Ende Phase 1, aber jetzt ziemlich OM, René, oder? Ja, ich musste halt wieder diese Knöpfe drücken, ne? Aber es geht, also ein Anregen würde ich schon, also ich sag dazu definitiv nicht nein. Ja. Ich call das dann beim nächsten Level, alles gut. Dann nehme ich deins und Groda Sense kann auf Flash gehen. 3, 2, 1. Dass Martin keins braucht, ja. Ja. Hey. Oh Gott. Flash. Drücken. Gedrückt. Run. Muss laufen. Keep moving. Ach, pass auf, gleich der Agro, ne? Oh. Warte mal, guck die 4 Stacks. Auch 2, weil er random durch die Gegend gelümmelt ist. Kann noch nicht drücken. Okay, aber jetzt. Na. Gleich mal bitte die Bomben, komm. Run. Keep moving. Ist echt am Arsch der Heide da hinten, ne? Ja, ich muss gar nicht anders. Ich geh klicken. Okay, Phasenübergang. Verbindet euch vielleicht auch oder so. Wir sind ja alle voll getoppt, nämlich Tipper. Warum, ey, what the fuck, Mann, Alter? Hä? Warum jetzt? Hielt er sich denn? Keep moving. War das jetzt?
den vielleicht eine Bombe erreicht? Nee. Glaube ich nicht. Was jetzt Agro einfach? Ja. Ich muss halt laufen, ich kann kein Agro aufbauen. Ich habe die letzte Minute keinen einzigen Schaden auf dem Mob gemacht. Ne, wir haben weiter, wir haben Phasenübergang. Lila Mana sieht noch gut aus. Ich ziehe eine Fab. Das hat noch Debuff, die TPA gilt. Anhalten bitte. Ich würde meins jetzt auch nehmen, Dibble. Achtung. Gut, ist schon tot. Ja, zieh wieder in die Mitte. Ich hab kein CD. Doch, ich hab noch ein CD. Alles gut. Okay. CD nicht genügend. Ja, ich hab noch was. Brauch wen, der drückt? Ich drück. Auch nochmal wen, der drückt. Ich kann nicht drücken, ich hab lieber. Entweder ein Dispel oder ich kann nicht rein. 20 Sekunden. Eingefroren. Wir haben Phasenübergang, alles gut. Giftphase jetzt ans Kicken denken. Komplett um, warte. Ich heile alle her. Ich heile in der Zeit. Gut. Und keine Castbar, ich kenne die Animation und zwar nicht. Naja, wir werden jetzt nochmal sterben wahrscheinlich. Aber dann haben wir schon mal alles gesehen. Ja, da. Er macht irgendwas. Weg kurz Mana, Vorsicht. Er kriegt Giftstacks. Mehr Naturschaden. Den move ihn mal weg da. Okay, das ist unten. Ach, er ist hier im Sack, Zucker. Ich brauche noch wen bei Verena zum Blicken. Racial. Ja, mit Typ hier geht, mit Typ hier geht. Muss noch mal wieder klicken, noch mal wieder klicken. Ich mach fast ab. Vielleicht gemisst? Ich weiß nicht. Im Kick. Ich hab. Ich Bomben. Vorsicht. Kann man diese Krankheit auf mir dispellen? Da kann man. Nee. Ich kann nicht. Ich hab kein Mana. Ich mach jetzt keinen Shield, weil. Aber scheiße. Wir nehmen uns den Schiebel auf. Okay. Scheiße. Okay, da kommen verdammt viele Giftflächen, ne? Vielleicht Natur, die. Wir könnten hier noch Nature Protection natürlich ziehen, ne? Kann man auch schon ganz früh ziehen, weil der ja eine Stunde hält. Ich guck schon vor dem Kampf, bevor man wiederbelebt wird, gleich ziehen. Ja, man hilft uns das bei der Phase auf jeden Fall. Also ballert euch die mal rein jetzt. Also man kann das dispellen, die Krankheit. Ich dispel die ganze Zeit auf Cooldown. Ich mache gefühlt auch null Schaden an dem Boss. Ich bin nur am Laufen oder irgendwas dispellen. Ja, ich mache auch keinen Schaden am Boss. Ich mache nur Bomben mit meinen Instant-Zaubern und eben so drücken. Ja, ist ja egal. Also ich weiß nicht, ich habe auf den ganzen Boss nicht mal 10.000 Damage gemacht. Er hilft ja nicht, man muss halt die Mechanik hier spielen. Die Rangers alle mal Cooldown auf den auf Ding haben. Wie viele sind denn das? Wie viele von diesen Säulen? 6? Ja, ich glaube 6 oder 7. Man sieht ja auch die Debuffs im Interface. Vielleicht kann einfach einer ansagen, du drückst jetzt mit Name. Aber das mit Steingestalt ist gut, dann stack die hoch, mach Steingestalt und ich kümmere mich dann darum, dass die Dinger dann von Glory runter sind, aber auf dem ganzen Raid kann ich sie nicht wegmachen. Ich habe jetzt Nature Protection auch drin.
Wenn die weg ist, dann mache ich meine Steingestalt wieder. Und ich habe auch Schild, weil uns so ready gehabt, aber es ist bald wahrscheinlich eher für die vierte. Nee, war useless gewesen. Hast schon richtig gemacht, alles. Warum habe ich Aggro gezogen, Digga? Also ich weiß nicht, das war ganz komisch. Eigentlich war Phasenübergang. Warum hat er sich geeilt? Das war, glaube ich, Buggy, dass der da hinten irgendwie rumgeeiert ist und sich. Wir dürfen auch, wenn du den in der Phase hast, praktisch nicht hier vorne hinkalten. Weil das Problem ist, dann kommt von hinten Bomben und wir haben 800 Kilometer, um zum Klicken. Dann muss ich in die Bomben reinkalten. Ja, dann kannst du ja im Kreis kalten hier, außen. Dann treffen mich die Bomben. Wenn die runterkommen. Na gut, ich versuche hier, also ich glaube, in der Mitte laufe ich hier so rum. Versuche ich so. Also schon mal Nature Protection nehmen. Ja, jetzt werf rein. Cool, hat jemand noch Mana, was zu trinken? Mhm. Handel mich an. Vielen Dank. Ja, jetzt habe ich alles Martin gegeben. Der hat jetzt mehr bekommen als du im ganzen Raid, René. Das ist doch toll. Nein, nee, jetzt beschwerst du dich nicht mehr, dass du nichts zu heilen hast, oder? Wie im Bild. Nur die letzten zwei Bosse sind okay. Die machen Spaß. Oh, ich finde den hier auch gut. Mhm. Hat was. Also, wie wollen wir das jetzt mit dem Ansagen machen? Also, das Problem ist, ich bleibe vorne bei meinen Schaltern. Wenn ich aber dort weglaufe und hinten zu den Schaltern muss, kann ich vorne nicht mehr heilen. Also ich hab jetzt nur einmal klicken müssen. Immer hier bei dem Schalter. Ich bleib jetzt hier bei dem Schalter. Ich war zum Beispiel hier vorne bei dem und der war halt nur einmal aktiv. Ja. Also René und Smartin stehen außen und dann hat Bones die zwei. Ich nehme die zwei und Flash steht dazwischen und hat dann sozusagen entweder ich hab Cooldown, dann muss er nach rechts oder nach links eben dann ausweichen. Können wir nicht einfach Zweierteams bauen für zwischen zwei Dingern? Können wir auch machen. Wäre sinnvoller, ja. Also, dass du hier jetzt, ich mach mal jetzt eben hier mit Lila ist dann Bones und Mayhem. Ja, dann hast du hier hinten ist Grolas und Mitipia. Und die vorderen anderen zwei sind dann Flash und Martin. Dass wir auf jeder Seite einen Healer haben. Ne, ihr könnt euch ja hier ungefähr hinstellen, wo ich jetzt stehe. Ne, und dann gehe ich mit Grolas da hinten. Ne? Ich meine, dann pimmel ich hier halt rum. Ich mache hier keinen Schaden. Irgendwie kacke mit Retri-Aggro. René, gib mir mal nochmal Anti-Aggro. Ich habe trotz Anti-Aggro eben Aggro gezogen die ganze Zeit. Na, dann probieren wir das mal. Dass wir halt wirklich versuchen, dass du mit dem Boss in diesem kleinen Kreis hier drin bleibst und wenn du kitest, halt ja. Dann kannst du hier vorne kiten, ne? Von mir aus so. Aber dass du halt nicht so weit wegläufst. Ja, der René, kommst du zu mir? Kann ich in so einem kleinen Kreis hier rumlaufen, dann erwischt er mich, wenn ich guck. Ja. René, kommst du zu mir oder? Ja, ich komm zu dir, alles gut. Bei uns warte mal mit deiner Falle, sonst geht die immer. Falsch hoch. Jetzt glaube ich, kannst du die schleudern. Olas, du musst mir bitte ansagen, wenn du einen Debuff hast, ne, wenn du nicht klicken kannst. Mach ich. Jetzt kannst du einen, okay. Run. Zweck.
Keep moving. Vorsicht, du läufst aus meiner Ranch. Okay. Ich mach Golas. Ja. Kann jetzt wieder klicken. Ich muss noch repositionieren, damit ich dann laufen kann. Ich klicke bei mir. Eine Bombe kommt zu uns, zwei. Eine habe ich. Run. Beide. Laufen. Keep moving. Kannst Schaden machen gehen. Hast du kein Debuff? Okay. Ne, ich bin bei, aber. Anregen bitte. Geht gerade nicht, muss Bomben machen gerade. Genau. Passt, danke. Drück hier raus. Es gibt Zahnregen. Blasenübergang. Das war auch gut. Gut gespielt, ja. Ein Fab vorziehen oder 1 bis 6? Noch nicht. Ich habe noch 15 Sekunden jetzt, falls hier kommt. Die Bombe. Ich habe jetzt CD. Ich habe eine Bombe an mir dran. Vorsicht, ich kann. Muss drücken gehen. Ja. Ich gebe den Freedom. Hast Freedom. Ich kann keine Fab usen, ich habe CD. 4 Stacks. Ich habe noch 5 Sekunden, da kommen jetzt ein paar Bomben. Achtung. Ja, ich helfe dir. Muss er fett? Drücke. Ich aktiviere bei uns. Kann ich CD ziehen? Ja, bitte. Ich bin nicht da, ich hab aktivieren müssen. Ich bin drauf. Aber was denn? Weiß, ich hab 2 Bomben auf mir. Ich tippe ja, ich muss bei mir drücken. Oh, schon gesehen. Ach mein Gott. Ich bin tot. Also war es sehr gut, die erste Phase, haben wir noch nie so clean gespielt. Ja, das mit den Teams war eine gute Idee. Mhm. Ja. Das ist definitiv. Das ist schon enorm. Nee, der Vibe geht auf meine Kappe. Ich hatte aber auch zu lange eine Bombe an mir. Ich war absolut außerhalb von Range. Wer steht denn bei dir mit? Flash. Ja. Okay, Flash, da musst du ein bisschen besser gucken zum Switchen. Nee, es geht nicht um Switchen, sondern eine Bombe war auf mir. Ja, dass die Bomben sterben. Okay. Dass du nicht so lange weglaufen musst. Einfach sonst von der Bombe treffen lassen, Martin. Die Bombe macht 400 Schaden. Okay. Nee, das Problem ist, wenn die Eisbomben waren auf mir. Wenn ich 2 habe, dann werde ich eingefroren. Oder 3, ich weiß gar nicht. Und ich hatte schon einen Stack. Und da bin ich 30 Sekunden eingefroren. Ja, okay. Aber dann call, wenn du Stacks hast, weil wir können die mit Freedom wegmachen. Ich hatte ja gesagt, Nee, die gehen nicht weg, du kriegst dann keine neuen mehr. Doch, die gehen weg. Mit Freedom gehen die weg. Die nicht weg, aber so, okay. Die gehen weg, ich hab's doch selber bei mir gesehen. Dann solltet ihr Freedom halt rumspammen und überall die Debuffs runternehmen. Auf CD spammen tatsächlich. Wenn es mana-technisch möglich ist. Jetzt nicht den Naturschutz drin gleich einzubauen. Also für mich ist es gar kein Problem. Okay, dann macht bitte mit Heatbear. Also. Ich hab die welche Stacks gehen weg, René? Die ganz normalen? Die aussehen wie eine Frostnova. Okay. Konnte ich auch dispellen, ja. Ja, dispellen kann man die auf jeden Fall. Ja, du solltest aber die vielleicht nicht unbedingt dispellen, Martin, weil. Kostet zu viel Mana. Ja. Ja, aber Freedom geht auf jeden Fall. Wie gesagt, okay. Ich muss ja meine runter machen, sonst. Christian, ja, dann mach ich die ersten bei Christian immer gleich weg. Ja, das ist gut. Und dann nehme ich eine Fab und dann kriege ich überhaupt keine Stacks. Aber war das so, dass du das von deinen Stacks oder von allen im Raid, glaube ich, ne? Ich von allen im Raid kriege ich da mehr Damage praktisch. Umso mehr Stacks der Raid hat, umso mehr Damage kriege ich. Und. Und den Frost-Stacks oder was jetzt? Genau. Mhm. Also okay. War jetzt wahrscheinlich, habe ich viel Damage gekriegt, waren wahrscheinlich viele Stacks im Raid. Mehr als vorher auf jeden Fall. Also ich habe jetzt deutlich mehr Schaden gekriegt. Ich habe auch selber mehr Stacks gehabt, weil meine Fab nicht ready war.
Achso. Bringt einen Naturschutztrank. Ja, jetzt ziehe ich erst P3. Nee, Naturschutztrank kannst du jetzt ziehen. Du hast ja CD auf Pott. Ja, stimmt. Die sind jetzt nicht so teuer, dass man hier geizen müsste. 15 Silber. Kostet nix. Erstmal eine Granate werfen. Ne? Du hast es ja eh. 10 Silber oder so, keine Ahnung. Ja, Granaten. Aber das wird schon. Die Frage ist, ich überlege gerade, wann wir Worldpuffs ziehen, dann kommen wir auch schneller durch die Phasen. Ja, noch nicht. Erst wenn wir in die vierte Phase mal kommen. Wenn wir alle Phasen so clean spielen wie die erste gerade. Okay. Warten wir auf Mana bei den Mitipia und Smartin. Ich brauche kein Mana. Achso, dann warten wir auf Mana von Smartin. Die Exorzismus-Rune nicht funktioniert, habe ich unendlich Mana. Aber das wird schon. Nee, doch gar nicht so anspruchslos hier. Ein Tuning. Ja. Du kannst mir übrigens auch jederzeit 5, dein Schild geben, ne? Wutprobleme habe ich keine. Ich gebe dir das sowieso schon die ganze Zeit. Okay. Danke, Cookie. Ein bisschen gepennt. So keine Rage. Ist schon. Ich drücke bei uns. Raus. Zwei Bomben. Bleib stehen, lauf nicht weg. Run. Du wirst überleben. Achtung, Martin. Mich warnst du nicht. Du bist nicht Dachstadt, oder? Billiger Flash. Oh, Kacke, jetzt sind hier die ganzen Flächen auch Glück gehabt. Geh wieder in die Mitte, Achtung. Kann ich, bei uns ist aktiviert, kann ich drücken. Kann ich in die Mitte, das sind lauter Flächen. Typ hier klickt hier außen. Oh, das ist jetzt kacke. Golas, ich war noch aktiviert. Ja. Nee, schon wieder. Ich kann jetzt. Ich geh. Das laufen. Jetzt wird's bisschen blöd. Aktiviert. Jetzt eine Swiftness ziehen, also ich habe Golas bei uns. Ja, ich laufe schon. Run. Muss nochmal laufen. Achtung, Schiene, Achtung. Achtung, nochmal Schiene, weg. Anregen bitte. Sollte Phasenübergang sein? Ja, Phasenübergang. Wenn er nicht wieder buggt jetzt, Obacht. Müssen wir im Freedom mit Tipper? Ja. Okay, ja, die gehen weg mit Freedom, sehr gut. Cool, Tipper, muss man drücken, bitte? Ja, ich bin schon da. Freedom in 2. Ich drück bei uns hin. Aktiv. Mal bei mir selber, Glory. Ich kann Fepper. Brauchst mir jetzt keinen Freedom mehr geben.
kann nicht drücken, René, du musst drücken. Was war der Kampf da rumgelaufen? Wie, dann kommt auf Flash. Back. Okay. Basiwang gleich sein, ja. Basiwang, Achtung, Giftscheiße jetzt. Ich bin mit, René. Ich drück bei uns. Ist weg. Muss ziehen, kommt eine Bombe, Achtung Milis. Interrupt. Kommt eine Bombe von der anderen Seite. Hab gedrückt. Ohne Bombe. 15 CD. Aufgehalten. Hier drüben ist einer, ich kann nicht drücken. Weg. Yep. Interrupt. TPA, kann sein, dass du gleich bei uns drücken musst. Du musst bei uns drücken. Ich hab's schon gesehen. Muss wer bei mir drücken, bitte? Ich hab noch CD, 9 Sekunden. Ich kam. Ich mach, aber... Ich brauch's Mana, ich brauch's Mana, lass bitte mich drücken. Machst du die nächste. Daneben dir trägt es wieder ein. Drück mal Flash. Da ist der Giftlare, du hast das direkt ausgelöst. Da hilft ja nichts, du musst halt kurz da rein. Ich kann nicht sterben. Gleich, komm schon. Mach den down. Na, gleich war's nochmal. Wow. LOH raus. Muss jetzt mal ein bisschen raus aus deinem Giftzeug. Ich müsste mal Mana recken, sonst 6 Sekunden. Wann ist der Phasenübergang? Gleich. Gleich. Ich hab Cooldown, ich kann. Geh regen. Ich hab den Phasenübergang rein. Ja, Phasenübergang, jetzt alles auf einmal. Okay, ja, perfekt. Klar. Maschine, sind noch Bomben. Ja. Konnte nicht. Ich bin tot. Multiple Battle Rats, Berliner. Ach, Scheiße. Ich muss Mana holen. Jungs, macht die Bomben! Immer klicken. Run. Was laufen? Moving. Scheiße. Wir haben durch uns Battle retten? Ja, Herr Olin. Ich kann, ich hab kein Mana. Muss erst klicken gleich. Bei uns muss ein bisschen warten, bis die nächste Bombe kommt. Ach komm, ich drücke. Ich drück Bombe, ich drück hinten. Okay, lass mich, dann kann ich Battle retten. Achso, okay, okay. Sorry. Kann ich kicken? Kann ich. Doch, ich kann. Jetzt kann ich wieder. Aber ich brauch Heal. Gut. Uhuhuhuhuhuhu. Ja. Das ist schon wild, die vierte Phase. Ist so. Unkontrolliert eher, nicht wild. Und ich glaube tatsächlich, dass es einfacher, du musst hier in diesem scheiß Raid mit 5 Range oder 6 Range DDs spielen. Melee-DDs sind hier scheiße. Also es wäre tatsächlich sogar sinnvoll, hätte ich mein Heal-Gear mit. Ich würde mehr machen, wenn ich heile. Ja, holst du doch eben. Moving. Das ist Bullshit hier. Ja, dann hol doch dein Heal-Gear eben. Bist du gleich wieder hier? Aber ich glaube, mit World Buffs liegt er auch, weil dann geht halt alles auch viel schneller. Ich würde es jetzt einfach mit World Buffs probieren. Also ich bin gefühlt nur am Dispellen und irgendwelche andere Scheiße machen. Ja, dann hol dann Heal. Dann spielen wir es mit 3 Heilern. Ist doch gut. Weil ich habe 35k Damage gemacht im ganzen Fight. Das ist halt 160.000 Heal. Ich habe auch nur 42 gemacht, also auch nur mehr im Rumhüpfen und irgendwas haben. Gut, aber die Leute brauchst du einfach, die auch die Bomben aufhalten, damit die gar nicht in die Mitte kommen. Eben. Ich bin auch viel am Bomben aufhalten gewesen.
Ich gehe mal eben Hearthstone und hole ich mal kurz das. Ach, warte mal, ich habe das hier geht doch mit. Slack. Gut, dass man noch ins Inventar vorher guckt, ne? Ja, ich habe vorhin eine Menge Zeugs gebaut. Bösner Blizzard, Phase 2, Mili-DDs einfach völlig verarscht. Tja, Phase 1 haben sie halt die Caster verarscht. Was war denn nicht alle jemanden verarschen? Vergiss den Naturschutzdrang nicht. Na, nimm den jetzt schon. Ja, ich würde sagen, dann packen wir jetzt auch World Buffs, 3 Healer World Buffs. Dann ist der Damage auch trotzdem genauso mit den World Buffs. Die Healer sollen jetzt Buffs bringen. Oh, ficken, Alter, leck mich am Pimmel, ey. Was denn? Ich bin gerade ausgelaufen, als ich meine Equip gesetzt und voll in den Moppe. Also World Buffs rausholen, wer hat? Wie, wer hat? Ich dachte, wäre Pflicht. Ja, der MF hat nicht jeder mehr gekriegt. Achso. Also, warte mal bei uns zum Bossen Heal. Loom gab es auch anderthalb Stunden Stand. Oder eine Stunde vor, keiner getroppt. Ich müsste halt bei der Übergangsphase nochmal, wenn ich laufen muss, noch ein bisschen mehr aufpassen, aber jetzt macht er noch mehr Agro. Hat jetzt ja nichts gehört. War alles okay jetzt. Kann man jetzt auch Konsum, wenn wir jetzt eigentlich ziehen, oder? Ja. Was? Ich zieh die ganze Zeit alle Konsums. Putz auch. Ich meine, das sind schon alle. Ich hab auch nur noch 10 Mana Pots. Ich hab schon 30 Gold. Mann, ich hab 30 Mana Pots dabei als Martin. Also, ich hab halt keine Dingsens, ne? Ich hab halt keine Heal-Konsums. Also, außer ja, Mana Pots und alles. Ja, du brauchst. Es gibt doch nur Sagefish. Okay, ja, hab ich nicht mit. Kann ich dir geben. Achso. Kann ich auch eine welche geben. Ja, René, hättest du vielleicht auch mal einen für mich, weil ich glaube, irgendwann laufe ich ja auch durchs ganze Karsten aus. Da ist also ich werft jetzt alles rein, wir outdpsen jetzt einfach die Mechanik. Der Wille nicht so gut. Der Ausdauer. Mir reicht einer. Hat noch wer ein Zauberöl für Waffen? Ne, meins ist jetzt auch alle. Mein letztes gerade verbraucht. Ja, nur 10% mehr Schaden, 10% mehr Attack-Speed, das bringt schon was. Ja, in der letzten Phase habe ich halt 4 Frost-Stacks bekommen. Aber es war dummer. Ja, kannst du ja callen, wenn du Stacks hast, dann kriegst du einen Freedom. Ja. Oder ziehst du einfach Cloak. Das geht leider nicht. Okay. Ja, die letzte Phase ist hart. Eins hätte mir gereicht. Ja, ist okay. Ja, könnt ja schon mal nach Position laufen, die zwischen den Säulen stehen und so, weil muss ich direkt reinlaufen. Flash, wenn du irgendwas castest, dann ich muss abbrechen die, ich muss, und direkt ich muss auf die Bombe gehen. Komm zurück, können wir noch gebufft werden, Sherina. Obwohl, nee, du kannst jetzt SDW auch behalten. Sherina hat kein SDW. Ja, ich bleib SDW, ich hab uns sogar wenigstens Light gebufft. Ich hab noch kein Light. Ich bin ja auch am Durchbuffen. So, warte, Koki hat jetzt sein SDR, dann kriegt Kibbel noch sein SDR. Kurze Frage an den Raid Lead. Ja. Der Gürtel, der getroppt ist, der den kannst du von mir aus haben, ich brauch den nicht. Also ich will den nicht. Aber genau, mich verteil mal schnell noch Loot, verteil mal schnell noch Loot, René, vielleicht haben wir noch Weil ich kein Ethyl auf meinen Gürtel hab. Was haben wir denn noch an Loot? Vielleicht gibt's noch krasse Upgrades. Yeah. So, wir haben auch Epics gehabt. Dann haben wir alles. Auch noch. So, das ist doch der beste Slot-Caster-Decker, oder? Ja. Also für mich ist der beste Slot mit meinem... Ja, dann würfelt euch, kloppt euch. Flash hat doch schon so eine Message mit. Flash hat doch Ben Mainhand und Offhand, dann ist er durch. Ja, ich wäre auch dann durch gewesen mit dem. Ja. Naja, Flash hat gewonnen. Jetzt. Du hast eh schon dein letztes Caster übrigens drauf gemacht. Ne, eins habe ich noch für mich. Ach, jetzt doch. Dann habe ich einmal hier einen Token. Eine Aufladung habe ich noch für einen Try. Ich habe noch keine Flask mehr, keine weitere, das meine ich damit. Wer hat denn noch gar nichts bekommen? Ich. Mit Tief ja auch nicht, ja, dann passt sie dann. Etc. Ja, ich habe 2 Token quasi. Ja, gib mal mit Tief hier. Ja, dann gibt doch eins mit Tief und eins bei uns. Cookie, eins bei uns, ja. Guck, ich würde so verzichten, du hast schon was gekriegt. Ja. Dass jeder mit einem Item rausgeht hier, weil es ist auch teuer, die Sache hier. Dankeschön, sehr fair. Dann die Hosen, ja, weil du hast die Hosen gewonnen und mit Tief du kriegst dann die Stiefel.
Bones, hast du gute Stiefel oder bessere Hosen? Weil du kriegst ja Hosen hier von der Quest. Ich würde die Stiefel nehmen, willst du die Hose haben? Genau. Ja, okay. Schön. Dann haben wir noch das andere Scheiß-Epic gehabt, was nichts bringt, ne? Wird übrigens noch eintauschen jetzt, oder? Kann man noch zurückporten? Ja, nee, komm, machen wir, wenn wir killen den jetzt erstmal und dann geht das los. Aber wenn wir jetzt eh auf mit allen reingehen, das ist nicht sinnvoll. Warte, wir haben noch. Ich glaube, dieser Waffenkundegürtel war noch, ne, oder Waffen, plus Waffen. Ja, den haben wir noch. Der ist halt krass gut, ne, der 15 Stärke, 15 Stamina. Der ist halt echt übel. Ich würde den tatsächlich sogar nehmen. Dann das Rollen für mich ist auch ein Stamina-Upgrade. GZ. Och, ein einziger rausgehauen, verdammt. Älter ist der Craig. Ich hab gedacht, der hat gar keine Stats. Der ist ultra sick. Nee, mit TP hat gewonnen. Nee. Achso, hä? Warte. Du hast. Es war eine 98, ich hab 90 gelesen, sorry. Aber das plus Waffen bringt halt nichts. Doch, weil ich ja mit der 2-Handwaffe tanke. Nee, bringt trotzdem nichts. Plus 3 bringt ja nichts. Warum bringt das nichts? Bringt anscheinend nichts, das habe ich gelesen. Nee, irgendwie erst ab 17 oder so kriegst du das nächste Major-Ding. Nee, 8 ist das nächste. Ach, bei euch bringt schon was, stimmt, für Menschen bringt schon was, ja, stimmt. Klar, egal, Position, let's go. Ja. Fokus noch einmal, nochmal volle Konzentration. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was gucken. Kann man 2 Beacons auf dem Target haben? Ja, gut. Glory wird jetzt overhealed. Ja, das ist gut, dann kann ich mich eher auf den Raid fokussieren. Okay. That's ready. Naja, fokussier dich nur auf den Raid jetzt. Du brauchst nichts mehr tankmäßiges machen. Hey, Tipa, geh du mal direkt ans andere, dann können wir direkt instant drücken. Ja, ich muss erstmal den Boss. Ja, ich auch. Muss jetzt noch 2 Power abholen. Jetzt laufen. Keep Achtung moving. Da, ist Martin, ein Flash. Ja, der hat gedreht. Er hat jemand Agro gezogen. Er ist Agro. Nee, Tipi, du musst bei mir drücken. Ja. Zieh wieder in die Mitte. Achtung, Flash. Meine Bombe töten, ich drücke. Dabei. Run. Ich bin okay. Laufen. Keep moving. Hey, Achtung. Verdammt. Ja, Gott sei Dank. Gehen wir da in die Mitte. 5% bis Phasenübergang. Nee, drück. Ich kann nicht drücken. Nee, du kannst nicht drücken. Kann nicht drücken. Okay, ich drücke, ich habe 2 Sekunden, aber macht sie Bomben down. Bin dabei. Okay, hab gedrückt. Phasenübergang sein, Phasenübergang. Gut gespielt, schön weiter konzentrieren. Mann, wenn jemand viele Stacks hat, Bescheid sagen wegen Freedom, ne? Ich tippe, du machst mich wieder mit Freedom, ja? Ja. Weil ich keine Swiftness gebraucht habe, ich kann es auch einfach fappen, ich fappe einfach. Nee, machst du nicht. Hab schon gefappt. Ah. Ich höre schon auf. Flash oder Smart hin drücken. Ich drück. Hast du Colas? Ich hab nur 5 Stacks, Bewegungsstacks hier. Dann Shapeshifter einmal. Bin ich da weg? Oh, wirklich weg. Anregen, bitte. Da laufen irgendwelche Bomben rum. Hab ihn. Was drin? Nee, du bist safe. Grolov, bei dir wieder? Ja, ja, ich muss drücken. Ich kann nicht. Ich bin. Okay. Und? Kannst du bei mir die Bombe töten? Danke. Bin dabei. Passt. Die andere krieg ich auch noch. Top. So, Flash, wo bist du? Brauchst nicht mehr, ich hab jetzt evocated. Achso, ja, gut. Du musst das können, Grolas. Krieg ich hin, ja. Du hast noch 7 Sekunden, das wird ja in Hochspannung im Addon auch angezeigt.
Kannst du meine Bombe töten? 5% ja. Bis Phasenübergang. Ich hab noch 5 Sekunden. Down. Ich kann jetzt drücken, passt. Übergang sollte kommen, ja. Passt. Schön soweit, Mana sieht noch gut aus. Bauen einen bei dir drückt bei uns. Ich drück. Nee. René, wo bist du? Ich kann drücken. Das passt schon. Nee, aber du bist. Du, ja, passt. Bleib mal dort stehen. Ich sag dir, wenn du drücken musst. Bitte meine Bombe töten, wenn es geht. Danke. Interrupt. Wir rufen hier. Ich könnte auch eine Nature Protection Potion nachwerfen vielleicht. Habe ich gerade gemacht. Komm. Hat geklappt, oder? Passt. Ja, ja. Olas, du machst nochmal die gleiche Ecke. Ich kann nicht. Yeah. Ja, du, ich sag, du sollst die Viecher machen. Ich kann klicken. Die ganzen Palabas laufen jetzt aus. Scheiße. Passt auf Ferragro auf. Mayhem, René, drück. René, drück. Hab. Gut. Geh, dann kannst du wieder zurück, Olas. Okay. Olas, kannst du mir einen Regen geben? Olas, du musst klicken. Ja. 5% Phasenübergang. Olas, ich hab dich nicht in Range. Ich hab ihn. Nee, du musst. Ah, nee. Ja, ich dispel. Alles gut. Ich hab gedrückt. Perfekt. Phase 4 jetzt, Leute. Ballert alles raus, kommt. Okay. Stellt euch bitte wieder an die Bomben. Wieder gescheit aufstellen, ja. Genau, mal SDR. Dribble SDR. Wiederman geht auf Gloryhammer. Läuft. Von mir eine Bombe bitte killen. Bei mir bitte Bomben killen. Ja, ich mach die. Zweite habe ich. Wieder sobald möglich. Krankheit entfernen. Wieder mach ich drauf. Wieder mach ich drauf. Pass auf die Bomben auf, die von der anderen Seite kommen. Vielleicht kommt keep moving. Hilf mir, Leute, ich hab noch Schild, weil. Hört er mal auf jetzt hier? Ich bleib hinten stehen wegen Bomben. Ja, ja, sehr gut. Ja, passt. Ich mach die Bomben, du ganz in Ruhe. Passt. Gedrückt. Bomben, wo kommen die? Bei mir? Bei dir. Was macht deine Bomben? Widerstanden? Passt. Nochmal bei Bones. Mit TPA Geld klicken. Die Schildwall. Ich stopp die Bomben. Top. Müssen da gleich mal so den Typen auch töten. So. René, kannst du drücken? Ja. Sauber, Leute, jawohl. Nice, gut gemacht. Ich hab mir ja nochmal eingeblockt. Easy clap! GZ, Leute, GZ. Die Faustwaffe, die gottverdammte Faustwaffe. Ich will raus hier. Ich will das. Wir haben es predicted. Sehr gut, cool. Ich möchte kein Kompel spielen. Aber, oh, die Faustwaffe. Ich guck mal. Vielleicht hast du Glück. Nein, schau, du darfst Faustwaffe führen. Gut. Oha. GZ. Oha, guck mal, die Trinkets droppen beim Boss und dann ist der Hals tatsächlich die Quest. Ja. Das ist ein Ingenieur und Caster Trinket. Oh, cool. Ich habe die Chance, heute noch was zu bekommen. Ja, du hast ja noch nichts gekriegt, also kriegst du das Trinket. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Geht dann groß. Ja. Gut, schön für dann die Würfel.
Würfel das scheiß Amulett 1 bis 10. Hat er sich aber auch hart verdient, ey. Er hat die Bomben hinten genial gespielt, muss man ganz gut gespielt, sagen. Ja, alle gut gespielt. Würfel die doch 1 bis 10. Ja, mach 1 bis 10, ne? 1. So, Quester, dann. Ist das. Die Z-Glory. Lassen wir. Oder was? Kommt jetzt, pass auf. Ich sag mal, doch nicht. 6, ist ein 6. Slash, Martin. Martin, okay. Was? Du hast verdient. Martin hat ja auch nice. Gekriegt, oder? Doch, ich hatte schon den Gürtel. Als falls jemand noch nichts hat, ich geb's auch ab. Ich glaube, jetzt hat jeder was gekriegt, oder? Jetzt haben alle was bekommen, glaube ich. Ja, das Ding hat irgendwann eh jeder. Ja, es geht ja trotzdem, dass jeder mit uns rausgeht heute. Hat René was gekriegt? Ja, auch die Schultern, ne? Ja, die Schultern, ja. Und dann habe ich noch einmal die Stiefel hier. Ja, da würde ich sagen, jetzt alle Rollen drauf und fertig. Aber es ist nicht sinnvoll, jemand, der jetzt schon ein Set-Teil hat. Nee, wir haben uns dagegen entschlossen. Ich hätte dann auch 2 tatsächlich. Ja, GZ, Alter. Das ist relativ unwahrscheinlich, aber ich hätte dann 3 Items. Ich würde es tatsächlich auch abgeben. Wer hat schon? Hat jemand, also ich habe nur 1, wer hat? Ich habe auch noch 1 jetzt. Wer behält die Beine vorhin? Ich würde es an den geben. Ich hab die Beine. Ja, dann so. Nimm doch mit die Benasso Set. Ja, eben, ist auch aus dem Tank drauf, so. Ja. Ist schon gut so. So, jetzt mache ich ganz blöd. Warte, Frage. Ich habe noch ein Item. Also, ich mache auf jeden Fall dann die Prot, also ich gehe voll auf Schild. Musste. Ja. Das geht hier nicht anders, du musst dich mit hier, dem das Tank spielen. Aber hier habe ich noch geil, gefunden. Dass es musst. Wie hast du befunden? Ja. Hey, das ist ein Set-Teil. Hä, warum habe ich. Keine Ahnung. Die DPS, das DPS. Das DPS. Das DPS. Kanonset, ja. Oh. Ja, Flash. Das ist Flash. Flash. Ja. Junge, krieg ja noch einen. Schau mal nochmal genau nach, René, bitte. Ja, ich hab extra eine Weak Aura dafür, dass ich nichts vergesse. Aber crazy, ne? Also, ich meine, ich bin richtig scheiße im Heal ohne Heal-Spec, aber. Das bringt schon ziemlich viel, gerade nur der Display und Leute, alles. Leute, ihr habt ein schön altes Foto, ich brauche das für ein Thumbnail. Stellt euch bitte vor einen Boss auf. Ganz Ola, hast du auf, dich in Glory Hammer mal reinzustellen? Nein, ich will hinter ihn. Ganz aber darf ich mich richtig anziehen? Ja, zieh dich bitte richtig an. Kann ich nicht, ich bin noch Infight. Okay, kann ich bitte nicht stehen, danke. Da, alle lächeln. Wie geil, Grolas. Keine Stopp, erstmal Jungs, Buffs einpacken. Okay, komm, nochmal. Ich habe ja Interface ausgeblendet. Ich will jubeln. Bubs sieht man nicht, ich habe Interface ausgeblendet. Ja, aber ich bin im Kampf morgen wieder. Ich bin im Infight. Ich auch. Nö, egal. Ich hab ein schönes Farm. Danke euch. Jo, schönen Dank.